Dann noch eine Minute oder zwei. Oder jetzt. Servus. Hallo zusammen. Stefan, Grüße nach Berlin. Hallo zusammen. Hallo. Hi Patrick. Hi Ralf. Grüß euch. Hi Alex. Hallo. Hi. Hallo, zur Info aller nochmal, die Aufzeichnung läuft. Wir sind live. ich kann den Warteraum nicht abschalten, weil ich kein Passwort habe. Also von Zoom-Seite aus geht es nicht. Also bitte ich einfach meine Co-Hosts mit ein Auge drauf zu halten. Okay. Super. Ja. Hallo. Hi Sonja. Hallo Sonja. Hallo Sonja. Für alle, die tatsächlich komplett zum ersten Mal mit zugeschaltet sind, nicht wundern, da wir das ja schon fast seit einem Jahr jeden dritten Mittwoch im Monat machen, hat sich tatsächlich eine Community, das ist kein Fabelwesen, eine Community gebildet, die regelmäßig diesen Austausch hier befruchtet und wir sind einfach immer wieder happy, auch dieselben Gesichter zu sehen. Ja. Ja. Und weiter an dem zu arbeiten, das werden wir gleich im Intro noch vorstellen, was wir bisher erarbeitet haben, weil wir knüpfen an die letzten zwei Sessions an. Während so, ich sehe immer noch Leute dazukommen, die Gruppe wächst und wächst. Hans, sehr cool, dass du auch das Brückenthema aufgreifst. Kann er noch mal ganz kurz unser Intro teilen? Ich bin Frank nicht mehr drauf. Frank, du. Ja, ja, alles gut, alles da. Gut. Die Version habe ich nicht. Frank ist mittlerweile auch schon fest mit dabei jetzt. Internet statt. Getränk am Start. Das ist ja wie so ein Stammtisch hier auch, die Atmosphäre so gedacht. Auch von der Uhrzeit her. Genau. Schön. Stammtisch hört sich gut an, aber fast noch ein bisschen früh für ein erstes Bier. Du, vor zwei, drei Monaten war es um die Zeit fast schon dunkel, da hat es sich genau richtig angefühlt. Ich dachte, 12 Uhr mittags wäre die richtige Zeit für das erste Mal. Genau, kommt wahrscheinlich auf das Bundesland an, wo man ist. Okay. Also. Ach, vielleicht reicht es auch schon morgens, wenn man den ersten Schnaps trinkt. In Corona-Zeiten sowieso, ne? Wenn man immer im Homeoffice ist, fließt die Zeit so undefiniert dahin, zumindest bei mir. Okay, wollen wir loslegen? Würde ich sagen, das sieht ziemlich stabil aus jetzt, die Gruppengröße. Würde auch sagen, okay. Dann Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zum, ich weiß gar nicht, wir müssen es mal durchzählen, zur wievielten Auflage des Brückenbauer-Events, wo wir gemeinsam Projektmanagement und Agilität oder dreht's rum, wenn ihr da Präferenzen habt, miteinander verbinden wollen, weil wir der Überzeugung sind, das ist ein bisschen künstlich getrennt, verkauft sich dadurch natürlich viel besser, hilft uns in Projekten aber nicht weiter. Und deswegen soll es hier immer eine ganz konkrete, an euren Praxisbeispielen ausgerichtete Diskussion und Austausch geben, wo wir hauptsächlich dafür sorgen, dass immer mal wieder ein Impuls reinkommt und frische Luft. Und wir diesen Austausch befruchten, um voneinander zu lernen. Antje, habe ich das so gut zusammengefasst? Absolut.
Cool. Ich kann gar nichts hinzufügen. Okay, dann bilde ich noch eine Brücke zum Frank. Ihr seht, auch er hat da hinten in seinem Fenster, er wohnt quasi genau dort an dem Bogen vom Arches National Park. Grüße in die USA. Nein, Schmarrn. Der Frank hat einen Riesenimpuls vor mehreren Monaten geliefert. Hey, gelingt es uns nicht, mal das ganze Spektrum zwischen extrem agil und ganz klassisch Wasserfall aufzuspannen und dann Projektphase für Projektphase durch die verschiedenen Dimensionen in einem Projekt zu gehen, sei es Ressourcen, sei es Budget, sei es das Thema Zeit, und hat in einem recht einfachen Excel-Dokument, was wir aber alle bearbeiten können, eine Struktur erarbeitet, die wir vor 3 Monaten zum ersten Mal vorgestellt haben, in die wir reinarbeiten. Beim letzten Mal, wer die Aufzeichnung angeschaut hat, ging es um das Thema Extreme Programming. Da haben wir uns an ein paar Beispielen entlang gehangelt, wie das in der Initialisierungsphase denn aufgesetzt wird. So ein Projekt, was ich wirklich ganz Extreme Programming-like angehen möchte. Und heute soll das Thema Kanban ins Zentrum rücken. Und damit das auch gelingt, haben wir uns Verstärkung geholt und sind ganz stolz darauf, den Holger Lotter begrüßen zu können. Und er hat sich auch noch Verstärkung geholt, nämlich den Jörg Rössler. Ich glaube, wir können uns ja alle duzen. Also Holger und Jörg, die sind für den Impuls heute Inspirationsgeber. Und danach gehen wir in ein Interviewformat, wo wir wirklich dann reinspringen in die Initialisierungsphase. Da können alle gerne mit interviewen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, aber dann quetschen wir sie so richtig aus, damit wir alle möglichst viel mitnehmen und lassen das überfließen in eine gemeinsame Diskussion, wo wir diesen besagten Canvas von Frank, der jetzt unser ist, also das ist jetzt unser Property als Community, gemeinsam alle Lücken füllen, wenn es da noch welche geben sollte. Und damit über zu euch beiden. Holger und Jörg, stellt euch gerne noch mal kurz vor, so Background, Lieblings-Agile- und Projektmanagement-Themen, Lieblingskunden und Projekte, keine Ahnung. Holger, leg los. Grüßt euch, Holger mein Name, selbstständiger Berater, Trainer und Coach im agilen Umfeld, unterwegs seit, je nachdem, wie man es zählt, also 2006, 2007 habe ich damals als Angestellter noch die Product-Owner-Rolle in Scrum übernommen, haben wir vorher ein Projekt gemacht, ein klassisches Projekt, sind da sehr an unsere Grenzen gestoßen und dann hat der technische Teilprojekt, leider wie er damals noch hieß, hat mir den Vorschlag gesagt, komm Holger, wir haben da was ganz Cooles, nennt sich Scrum, das würde ich mal gerne ausprobieren hier. Und genau, das war meine erste agile Erfahrung. Habe dann in Scrum eben sehr schnell kennengelernt, wo man an die Grenzen stößt. Und gerade als Product Owner, so dieses Refinement, also diese Konzeption ist ja mein Baby, da sehr intransparent. Ja? Scrum macht ganz viel fürs Team, aber ich als Product Owner habe mich da alleine gefühlt. Und da habe ich relativ früh Kanban für mich entdeckt, um die Arbeit des Product Owners, also bevor es in den Sprint geht, bevor die Leute dran arbeiten, auch hier die Arbeit transparent zu machen, zu tracken, Metriken zu erheben, aber mehr quäle ich euch nicht, weil darüber werden wir gleich reden. Ja, so bin ich zu Kanban gekommen, habe mich da dann immer weiter zum Agilisten entwickelt durch viele Erfahrungen, meist negative, ja, brauche ich euch nicht erzählen. Wann entwickelt man sich am meisten weiter? Resilienz, wann lernt man am besten, wenn man ganz einfach mal eins auf die Nase bekommt? Genau. Somit bin ich kein Lehrbuch-Agilist, also ich werde euch ungern den Scrum-Guide oder Ähnliches zitieren, aber ich teile gerne meine Erfahrungen. Also wirklich diese blutigen Nasen, die ich mir im Leben ab und an mal geholt habe, die teile ich gern. So, das ist auch was, wo ich in den Kundeneinsätzen eben immer wieder profitieren kann davon oder eben auch meine Kunden, dass wir da ganz einfach reflektieren, was kann denn so alles passieren und so weiter. Genau. So viel zu mir, lieber Jörg. Ja, hallo. Also mein Name ist Jörg Rösler. Ich bin seit gut 10 Jahren selbstständig als Trainer, Berater, Coach, wie auch immer das nennen willst. Habe vorher bei Mercedes-Benz im PMO gearbeitet in Stuttgart und bei einer Unternehmensberatung bei Siemens. Habe so im Hintergrund in dem traditionellen Projektmanagement, hab mich eigentlich hauptsächlich mit PMI und PRINCE2 beschäftigt und auch ja, IPMA so ein bisschen. Und vor einigen Jahren
bin ich auch so auf die Agilität gestoßen und ja, zuerst ein bisschen in Scrum reingeschnuppert und seit einigen Jahren mache ich eigentlich schwerpunktmäßig Kanban, nicht mehr so viel, also immer noch so ein bisschen Scrum, aber hauptsächlich Kanban. Ich bin auch akkreditierter Kanban-Trainer, mache also viele Kanban-Seminare und Kanban-Beratungen, Kanban-Implementierungen. Und was gibt es sonst noch zu mir zu sagen? Ja, vielleicht so zwei kleine Besonderheiten. Das eine, ich habe relativ viele Kunden in Lateinamerika. Das heißt also, in den Nicht-Corona-Zeiten fliege ich immer hin und her und bin immer so einen Monat in Deutschland, dann wieder so zwei, drei Wochen in Lateinamerika. Und jetzt mache ich das halt alles online natürlich. Ne? Und ansonsten die zweite Sache, ich bin an ziemlich vielen Unis als Gastprofessor und bringe da so ein bisschen das Thema Agilität dann auch den Studenten näher. Das ist vielleicht auch so die zweite Sache, die es zu mir zu sagen gibt. Ja, das war's. Schön. Vielen Dank euch, dass ihr heute die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und dann habt ihr ein bisschen was mitgebracht zum Thema Kanban für uns erstmal als Impuls. Das haben wir die nächsten Male nicht gemacht, weil wir da aber auch ja keine ausgewiesenen Leute dabei hatten, sondern mehr so aus der Community versucht haben, das Wissen zu holen. Diesmal haben wir euch und fänden es einfach sehr schön, haben wir uns im Vorfeld gedacht, ne, wenn ihr ein bisschen über Kanban erstmal vielleicht erzählen wollt. Ja. Impulsvortrag. Sehr, sehr gerne. Sehr schön. Gut. Dann, und ich kann meinen Bildschirm teilen. Ne? Das sollte hatte ich eingestellt, dass ihr das auch, gehen. Dass das alle können. Mhm. Jawohl. Müsste gehen. Kommen. So. Ja, ihr seht schon, wir haben den Impulsvortrag, ich klebe Zettel an die Wand, eigentlich schon Kanban genannt, ja, weil das eigentlich so eines der zwei Vorurteile ist, die ich am meisten höre. Ne? Also wenn ich irgendwo Kunden vorschlage, lass uns mal Kanban machen. Ich erzähle euch jetzt mal so, also so wirklich das, Realität, ist kein Scherz. Da habe ich zwei Bemerkungen schon öfter gehört. Die eine Bemerkung ist, Jörg, wir bauen hier keine Autos, also wir brauchen jetzt auch keine Methode für die Automobilindustrie, sondern wir machen hier was ganz anderes. Ja? Das ist so das eine Vorurteil über Kanban. Das ist sowas, das kommt von Toyota und das wird so in der Automobilproduktion verwendet. Und das Zweite, das ist jetzt wirklich wörtliches Zitat von einem Kunden. Jörg, tut mir leid, aber wir bezahlen nicht deinen Tagessatz dafür, dass du uns beibringst, wie man Post-its abreißt und an die Wand klebt. Ja. Das ist so das zweite Vorurteil über Kanban. Kanban, das ist so ein paar Post-its an der Wand. Da gibt es vielleicht noch drei Spalten und die heißen Do, Doing, Done. Und da verschiebt man dann die Zettelchen zwischen diesen drei Spalten und dann hat man Kanban. Ja, also das so ist es nicht. Leider können wir jetzt auch nicht alles vorstellen, was Kanban umfasst. Aber Kanban ist schon sehr, sehr komplex und hat sehr, sehr viele Inhalte. Und es geht weit über so ein paar Zettelchen kleben hinaus. Ja. Ja, dann würde ich mal kurz starten, überhaupt erstmal, wer hat eigentlich so da den Hut auf, wer ist so die Organisation, die hinter Kanban steht? Das ist die Kanban University, die haben, würde ich jetzt mal sagen, im Zertifizierungsbereich so irgendwie 95-98% Marktanteil und machen halt die ganzen Konferenzen und entwickeln die Methode fort und so weiter. Und das sind eigentlich die Treiber im Kanban-Bereich. Und der Gründer von Kanban, der ist eben auch derjenige, der diese Kanban University mal gegründet hat. Ja, das ist der David Anderson. Gut. Als Einstieg würden wir euch mal gerne so ein bisschen im Überflug zeigen, Kanban im Vergleich zu anderen Ansätzen. Das macht der Holger und führt euch da mal kurz durch. Genau. Normalerweise, also vielen Dank, lieber Jörg. Normalerweise ist das so die Folie, wo wir natürlich das nicht so klar immer wieder sagen, aber der eine oder andere, der wird es schon erkennen. Wir vergleichen da eigentlich hauptsächlich mit Scrum. Das ist uns ein Anliegen, die Botschaft drüber zu bringen, wo unterscheiden sich die Vorgehensmodelle. Da haben wir die Wahrnehmung, viele Kunden, die sind nicht greifbar so. Genau deswegen vergleichen wir es an der Stelle. Das Witzige ist, haben wir mal drüber geguckt, so Richtung klassisches Projektmanagement, ist auch ein Vergleich. Also an der Stelle steht der Vergleich genauso.
Steigen wir mal ein bei den Organisationsstrukturen. Ihr kennt es aus euren Vorgehensmodellen. Es gibt meist ganz klare und feste Rollen und eine ganz bestimmte Struktur, der man folgen muss. Ja, egal, ob man Scrum macht oder Design Thinking oder eben klassisches Projektmanagement. So, das ist in Kanban ganz anders. Kanban hat die Philosophie, ich lasse erstmal alles, wie es ist. So, die Rollen, die behalte ich erstmal bei. Es wird sich wahrscheinlich eine Änderung ergeben, da kommen wir noch drauf, warum. Aber ich starte erstmal mit dem, was es ist. Und das ist auch ein großer Bonus von Kanban aus meiner Erfahrungswelt. Ihr kennt es vielleicht, wenn ich mit anderen Methoden da komme und dann irgendwie sage, so, du hast jetzt die Rolle und du die und du die. Da gibt es vielleicht so manche Menschen, gerade im Management, im mittleren Management, die sagen, ja, okay, und ich jetzt. So. Und das führt zu Konflikten. Ja? Das ist bei Kanban ganz anders. Da ist jeder erstmal das, wer er ist, und es ist auch gut so. Und da starten wir und schauen, wohin uns das führt. Und ganz wichtig ist es eben, dass wir auch die Selbstorganisation fördern. Sprich, das heißt, wir übernehmen die Verantwortung. Ja? Wir bauen ein System, sehr transparent. Und das, was auf diesem System ist, da wollen wir auch die Verantwortung dann übernehmen. Aber wir starten erstmal da, wo wir gerade stehen. Klick. Das letzte Mal haben wir mit dem hier gearbeitet. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Der Jörg hat immer nicht geklickt und ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen nach der Session gehabt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal Klick sagen. Genau. Meetingstruktur, same, same, but different. Ihr kennt das. Es gibt klar vorgegebene Meetings. Wer muss was, wie, wo hintragen, was entscheiden und so weiter und so fort. Das gibt es in Kanban nicht. Wir haben es mal so genannt, ja, es gibt bestimmte Meetings, es gibt Vorschläge, kommen wir auch noch drauf, ja, was Sinn macht, ja, was sinnvolle Sachen sind, aber es ist nicht vorgeschrieben, es ist ein Angebot. Ja. Probier es mal aus, nehm es wahr und wenn es für dich nicht passt, dann passt halt nicht, probierst du was anderes aus. Ja. Also so diese ganz klaren Vorgaben, wann was zu machen ist, gibt es da an der Stelle nicht. Was Kanban jedoch ganz hoch hebt, ist, sinnvolle Konversationen zu führen. Also alle methodischen Tricks, die da in Kanban dahinter stehen, die es da in Kanban gibt, dienen eigentlich dem, dass man sinnvolle Kommunikation betreiben kann. Eine sachliche, objektive Kommunikation. Wie das gelingt, werde ich euch Jörg dann noch ein bisschen was dazu erzählen. Ohne Signalwort. Jörg, wir werden immer, immer besser. Ja, Wahnsinn. Wie ein altes Ehepaar, ne? Ja, finde ich gut. Genau. Nächster Punkt, so diese Kadenzen und Phasen, das kennt ihr, es gibt in anderen Methoden gibt es ganz klar vorgeschriebene Phasen, Kadenz aus Scrum, ja, der Sprint ist immer wieder der gleiche Rhythmus und so weiter und so fort. Es gibt Quality Gates, es gibt es in Kanban alles nicht, per se nicht. Das könnt ihr alles trotzdem machen, aber es ist nicht vordefiniert, ja. Kanban legt seinen Fokus auf den Fluss der Arbeit. Wir wollen einen konstanten Fluss erzeugen. Viele denken, wenn sie an Kanban denken, ich will einen ganz schnellen Fluss der Arbeit irgendwie haben. Natürlich kann das ein Effekt sein oder wird es ein Effekt sein, wenn man es richtig macht. Viel wertvoller ist zunächst aber mal der konstante Fluss der Arbeit. Ja? Ich wiederhole mich gerne, warum das so ist, kommen wir noch drauf. Ja? Genau. Das Schöne dabei ist, je spontaner wir dann eben neue Aufträge annehmen können, also dann sind wir wieder bei der höheren Durchflussgeschwindigkeit, desto agiler sind wir auch. Also ihr seht schon, in dem Satz steckt es drin, Kanban ist per se nicht agil. Per se nicht agil. Man kann es aber agilisieren. So, auch hier im Kontext Dokumente gibt es bei anderen Projektmethoden oder Vorgehensmodellen gibt es ganz klar definierte Dokumente, wer muss was, wie, wann, wo hinschreiben, abliefern, abgeben und so weiter und so fort. Gibt es in Kanban nicht. In Kanban ist es wichtig, den Fluss der Arbeit zu visualisieren, dass wir sehen, wo steckt denn gerade unsere Arbeit. Und die Dokumentation ist natürlich so wichtig, dass ich, ich habe es gerade schon erwähnt, sinnvolle Konversationen betreiben kann. Also ich dokumentiere nicht des Dokumentieren willens, sondern um ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch der Leitsatz. Wann ist eine Dokumentation gut? Eine Dokumentation ist gut, wenn wir sinnvolle Fragen stellen können. Hey, was machen wir als nächstes? Gibt es irgendwelche Risiken? Haben wir irgendwo Probleme? Gibt es jemanden, der gerade Unterstützung braucht? So, das ist das große Ziel in der Dokumentation von Kanban, in Kanban. Ja. Ah, fast. Klick. Genau.
So, und das ist die Erkenntnis 1. Ja, wir haben das ein bisschen gekürzt hier für euch. Die Erkenntnis Nummer 1 quasi für unseren heutigen Tag. Kanban. In Kanban geht es darum, pragmatisch vorzugehen. Ja, nicht dogmatisch, sondern pragmatisch. Es gibt Prinzipien, Philosophien, Praktiken, die helfen, die euch helfen, eine gewisse Richtung einzuschlagen, eine gute Visualisierung hinzubekommen und so weiter und so fort. Aber es geht um eure Probleme, um die Transparenz eurer Probleme, eurer Hindernisse und so weiter und so fort, um da dann eben pragmatische Lösungen für euch zu finden. Gut. Ja, also das Thema preskriptiv, ne, das ist nämlich ganz wichtig. Also aus Kanban-Sicht ist es halt so, dass viele Herangehensweisen eher preskriptiv sind. Ja? Die neueste Version vom Scrum Guide zum Beispiel, die haben ja versucht, das weniger preskriptiv zu machen, aber wenn du es mal durchliest, das ist halt immer noch relativ preskriptiv. Ne? Es wird ja genau festgelegt, welche Rollen gibt es, oder beziehungsweise heißen sie ja Accountabilities, welche Dokumente oder Artefakte gibt es da und welche Events gibt es und so weiter. Und all das gibt es eigentlich in Kanban nicht, sondern es ist halt wirklich nicht so preskriptiv, sondern sehr, sehr stark philosophisch orientiert. Ja. Und ja, da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Gibt hier einen ganz großen Agilisten, den Zlatan Ibrahimovic, der sich da nicht so positiv über Philosophie geäußert hat. Ne? Ganz bekannter Spruch von ihm, Guardiolas philosophische Ansprache in der Kabine, das ist scheiße für Fortgeschrittene. Ne? Also Philosophie ist scheiße für Fortgeschrittene. Da würde jetzt der Kanbanist nicht unbedingt zustimmen. Ja? Denn Kanban ist eben wirklich in vielerlei Hinsicht nicht vorschreibend, sondern wirklich ein Überzeugungs- und Philosophie-getriebenes Thema. Ja? Ich will euch mal ein paar Sachen rausgreifen, die so Kanban-Philosophie sind. Also zum einen erstmal Grundüberzeugung von Kanban ist, wenn wir preskriptiv sind, wenn wir versuchen, alles zu beschreiben, dann setzen wir uns selber viel zu enge Grenzen und dann ist es schwer, diese Herangehensweise in verschiedenen Kontexten, Unternehmen, Ländern, Kulturen und so weiter zu verwenden. Deswegen so diese Idee, one size fits all, die funktioniert eben nicht aus Kanban-Sicht. Wenn du mehr Prinzipien und Philosophie getrieben bist, dann kannst du dich halt auch leichter anpassen. Ja? So, das Zweite ist, kennen vielleicht von euch viele diesen Werbeslogan von Mercedes-Benz, das Beste oder nichts, ja? Und ich glaube, das drückt ja schon eine Menge aus. Ne? Also wir machen es ganz oder gar nicht. Ja? Also halbe Lösungen gibt es bei uns nicht. Entweder wir machen das wirklich gleich die perfekte Lösung oder wir lassen es lieber gleich bleiben. Ja? Und das ist jetzt überhaupt nicht Kanban-typisch. Ja? Bei Kanban geht es eben darum, dass wir große Sprünge oder Perfektionismus eher vermeiden. Wir wollen auch keine radikalen Veränderungen, weil die hohe Risiken meistens in sich bergen und zu starken Widerständen führen. Das heißt, das entscheidende Stichwort ist, Veränderung muss evolutionär erfolgen. Ja? Wenn wir Kanban einführen, wollen wir nicht mit der Holzhammer-Methode vorgehen. Wir wollen niemanden seine Rolle streitig machen. Wenn jemand seit 10 Jahren Projektmanager ist und ist zertifiziert und dann sagst du dem, all das gilt ab morgen nichts mehr, interessiert mich nicht mehr, dann erzeugst du nur Widerstände. Das heißt, in Kanban wollen wir keine drastischen Veränderungen, sondern evolutionäre Veränderungen haben. Ja. So, Veränderung soll also evolutionär erfolgen, um einfach Menschen mitzunehmen bei dem Veränderungsweg und die Risiken zu minimieren. Ja. Ich will nicht den Vergleich zu Scrum überstrapazieren, aber ich glaube, es ist relativ klar, dass du natürlich, wenn du Scrum einführst mit seinen 3 Accountabilities und so weiter, kann schon sein, dass du da mal auf ein bisschen Widerstand stößt, ne? Wenn du Menschen dann ihre Rolle, ihre Identität im Unternehmen wegnimmst, ja? Und sagst, Projektmanager gibt es halt jetzt nicht mehr. Ne? Ja, ein weiterer Punkt ist, in Kanban gehen wir prinzipiell davon aus, dass es keine Perfektion gibt. Ja? Und es gibt auch keine perfekten Kanban-Systeme. Es gibt einen sehr bekannten Kanban-Trainer, der mal gesagt hat, jedes Kanban-System ist der letzte Stand des Irrtums. Ja, also wir werden zwar besser, aber wir werden nie perfekt werden. Und dementsprechend müssen wir uns eben stetig fortentwickeln. Also dieser Kaizen-Gedanke ist ganz wichtig in Kanban. Ja. Und Idee ist also, Perfektion existiert nicht. Wir müssen uns ständig verbessern. Ja. So.
Nächste Kanban-Philosophie ist, alles ist ein Service. Ja, wir betrachten Unternehmen als ein Netzwerk von Services. Wir sind sehr stark Wertketten orientiert. Wir denken sehr stark systemisch. Wir überlegen uns also, wie wandert zum Beispiel ein Auftrag so durchs ganze Unternehmen? Wer muss da alles was beisteuern? Und wer ist an dieser Wertkette beteiligt? Und wie kann ich diesen Fluss von eines Kundenauftrags oder was auch immer, wie kann ich den optimieren? Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt aus Kanban-Sicht. So. Die Janice Linton-Reed ist auch eine Kanban-Trainerin, die hat mal einen schönen Satz gesagt, Kanban is a method that shows us how our work works. Und genau darum geht es eigentlich in Kanban. Das ist aus meiner Sicht perfekt zusammengefasst, die Essenz von Kanban. Kanban möchte verstehen, wie Arbeit funktioniert. Und wenn ich verstehe, wie Arbeit funktioniert, dann kann ich sie optimieren. Das ist das alles Entscheidende in Kanban. Ja? Also verstehen, wie Arbeit funktioniert. Ein anderer Kanban-Trainer hat mal gesagt, Kanban is a way of seeing. Ja, und genau darum geht es. Also wie betrachtest du Arbeit? Wie beobachtest du sie und kannst du sie durchdringen und verstehen? Kannst du verstehen, wie Teams zusammenarbeiten, wie etwas durchs Unternehmen fließt? Und wenn du das tust, dann kannst du halt diesen Prozess auch optimieren. Ja. So, Kanban versucht also das Wesen der Arbeit zu verstehen und dann auch zu beschreiben. Ja. So, was sind die Probleme? Die will ich auch nicht verschweigen bei diesem Ansatz. Das erste Problem ist, wenn du dich hin zur Agilität wandeln möchtest, dann sind halt häufig so klare Regeln, Rollen, Anweisungen und so weiter auch etwas, woran du dich festhalten kannst. Das heißt, viele Leute empfinden sowas stark Preskriptives am Anfang von einem Veränderungsprozess auch durchaus als segensreich, weil sie sagen, ja, da sagt mir einer ganz klar, was ich tun soll, das fühlt sich erstmal gut an. Und das tut Kanban halt überhaupt nicht. Ne? Und du kannst auch nichts kopieren in Kanban, du kannst keine Kanban-Boards kopieren. Jedes Kanban-System muss von null auf neu erarbeitet werden. Ja. So, und das Zweite ist diese angenehme Lüge, ja, von der schnellen, perfekten Lösung, ja, die dir jetzt der typische Unternehmensberater halt erzählt. Ja, lass mich mal machen, gib mir mal 5 Monate Zeit und ein paar Millionen Euro in die Hand und dann stelle ich dir die perfekte Lösung hin. Das wird dir Kanban nicht sagen. Sondern sagen, nee, du machst dich heute auf den Weg, auf einen ganz langen Weg und dieser Weg, der wird nie aufhören. Und es geht um stetige Verbesserung, um Kaizen, aber wir werden hier keine perfekte Lösung bieten. Ne? Und das sind nämlich zwei Dinge. Zum einen diese süße Lüge der perfekten Lösung, ja, und das andere diese Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass es nicht preskriptiv und vorschreibend ist, Kanban. Das sind nämlich zwei Dinge, die auch manchmal verhindern, dass Kanban auf fruchtbaren Boden fällt, sage ich mal. Ja? So. Also psychologisch und kulturell ist Kanban eben nicht immer so ganz einfach zu vermitteln. Ja. So. Ja, dann lass uns mal ganz kurz drüber sprechen, worum es überhaupt bei Kanban geht. Vielleicht kennt ihr ja diesen berühmten Satz von Heraklit, Pantarei, ja, also alles fließt, ist recht bekannt. Und man könnte eigentlich sagen, der Heraklit, das war der erste Kanbanist, ja, weil genau darum geht es in Kanban. Es geht darum, Dinge in Fluss zu versetzen. Wir gehen in Kanban davon aus, dass wenn Dinge durch ein System fließen und dieses System, das kann ein Team sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann eine Abteilung sein, das kann irgendwie eine Business Unit sein. Wenn Dinge durch ein System durchfließen und fertig werden, dann erzeugen die Wert. Dann kann ich fakturieren, dann bekomme ich Feedback und dann erzeuge ich Kundenwert. Das heißt, Fluss ist das alles entscheidende Thema in Kanban. Wenn Arbeit blockiert ist, wenn sie nicht fertig wird, wenn sie nicht fließt, dann habe ich ein Problem. Ja? Und Kanban ist im Grunde genommen eine Methode, um Fluss zu erzeugen, die Arbeit fließen zu lassen. Ja, so. Ja, was sind so die Ziele? Ja, also es geht eben darum, Flow zu gestalten. Ja, und das werde ich nicht hinbekommen mit diesen drei Spalten, do, doing, done oder nicht. Ja, so. Kanban-Systeme sollen also Flow schaffen und diesen dann auch weiter verbessern. Was ist jetzt überhaupt Kanban? Also es gibt keine abschließende Definition von einem Kanban-System. Es ist übrigens ein Kanban-Guide erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Das erste Mal, dass es sowas gibt wie einen Kanban-Guide. Da gibt es also so eine Zusammenfassung jetzt. Allerdings würden da viele wahrscheinlich auch sagen, naja, kann man mal anschauen, aber ist jetzt für uns auch nicht verpflichtend. Ja? Also es gibt eigentlich kaum eine richtige Beschreibung, was jetzt eigentlich Kanban so richtig ist.
Ja? Ich versuche mich dem Thema mal so ein bisschen zu nähern, indem ich einfach so ein paar typische Merkmale einfach mal aufzähle, die typisch Kanban sind. Ja? So. Das erste Merkmal ist Visualisieren. Also Kanban arbeitet normalerweise mit Kanban-Boards, die können aber total unterschiedlich aussehen. Also in dem Moment, wo du anfängst, ein visuelles Bild der Arbeit zu erstellen und irgendwie an die Wand zu pinseln oder in einem elektronischen Tool darzustellen, wie eigentlich die Arbeit durch dein System fließt. In dem Moment machst du eigentlich schon so eine ganz einfache Form von Kanban. Ja? Und das können durchaus so diese typischen Boards sein mit verschiedenen Spalten und verschiedenen Zeilen, aber das kann auch irgendwie komplett anders aussehen. Ja? Also es geht um Visualisierung von Arbeit. Was jetzt aus meiner Sicht keine Visualisierung von Arbeit ist oder eine sehr unzureichende Visualisierung von Arbeit ist, ist eben so Do, Doing, Done. Ja? Drei Spalten. Das ist eigentlich keine richtige Visualisierung eines Workflows. Ja? So. Ganz wichtiger Punkt. In Kanban gibt es eine Meeting-Struktur, die ist jetzt nicht so preskriptiv festgelegt. Es gibt da Hinweise, mach mal das, aber wie du es dann letztlich umsetzt, ist deine Sache. Ja? Aber Meetings und Kommunikation ist ganz entscheidend. Und vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt ist, Leute, die mit Kanban anfangen, die klammern sich manchmal total an ihr Board und glauben, das Kanban-Board ist das Wichtigste. Aus Kanban-Sicht sind Kanban-Boards gar nicht so wichtig. Kanban-Boards sind einfach nur der Anstoß, um das zu haben, was der Holger vorhin gesagt hat, meaningful conversations, also bedeutungsvolle Konversationen. Kanban-Boards sollen eigentlich nur triggern, dass Menschen anfangen, sich über die richtigen und wichtigen Dinge zu unterhalten, ja? Und anfangen, Probleme zu lösen. Also dafür sind Kanban-Boards da. Und wenn diese Visualisierung die richtigen Fragen aufwirft und die richtigen Diskussionen anstößt, dann sind sie gut, aber sie sind kein Selbstzweck. Kanban-Boards sind keine Bürodeko, das jetzt irgendwie die Wand voll ist. Ja? Regeln aufschreiben ist auch ganz wichtig. Wir wollen in Kanban in gewisser Weise unser System, mit dem wir arbeiten, beschreiben. Das können Themen sein wie Definition of Done, Pull-Regeln, wann kann wieder etwas in ein System hineingezogen werden, wie dokumentiere ich, wie oft möchte ich mich mieten, wie möchte ich entscheiden, welche Arbeit in das Kanban-System reinkommt und so weiter. Schreibe auf, wie du arbeitest. Ja. Ein Kanban-System sollte immer einen Wertstrom beschreiben. Ja? Da bin ich jetzt wieder bei dem Thema Do, Doing, Done. Das ist also kein Kanban-System. Ein Kanban-System sollte identifizieren, wie ich eigentlich arbeite, welche werthaltigen Schritte müssen gegangen werden, um am Ende Kundenwert zu generieren. Ja? Also gibt es einen sehr schönen Begriff von Edward Steaming. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Ne? Das ist dieser Typ mit dem Plan, Do, Check, Act, Cycle. Und er hat auch mal den schönen Satz gesagt, wenn du das, was du tust, nicht als Prozess beschreiben kannst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du überhaupt keine Ahnung hast, was du tust. Ja, das ist sehr hart formuliert, aber das ist auch so ein bisschen die Kanban-Philosophie. Hinter jeder Tätigkeit gibt es eigentlich auch einen Prozess der Wertschöpfung und diesen Prozess sollte ich irgendwie beschreiben. Ja. Evolutionäres Vorgehen. Ja, also nicht alles auf einmal tun, keine disruptiven Veränderungen anstoßen, Leute mitnehmen, das bewahren, was schon funktioniert und was gut ist. All diese Themen sind in Kanban ganz wichtig. Also Veränderung soll evolutionär erfolgen und sie soll aber auch konstant erfolgen, Kaizen immer weiter verbessern. Ja? Auch typisches Element von Kanban. Ja, dann, was auch sehr, sehr typisch Kanban ist, ist die Anwendung von sogenannten Service-Klassen. Service-Klassen ist ein recht ausgefuchstes System, wie du anhand von Impact of Delay oder Cost of Delay Arbeit priorisieren kannst. Ich kann das jetzt nicht im Detail erklären, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber Kanban ist nicht Kanban, wenn du keine Ahnung hast, wie eigentlich Arbeit in dein System kommt, wie das priorisiert wird und du nicht fähig bist, Arbeit auch differenziert zu behandeln. Ja. Was ist noch typisch Kanban? WIP-Limits setzen. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, haben das schon mal gehört, ne? WIP-Limits, also über jeder Spalte oder über dem ganzen System oder über der Zeile, es gibt also ganz viele Möglichkeiten, WIP-Limits zu setzen, sollten WIP-Limits sein. Das ist einfach ganz wichtig, dass das System an sich WIP-limitiert ist. Warum ist das so? Wenn dein System nicht WIP-limitiert ist, dann arbeitest du nicht in einem Impulssystem. Das heißt, in Kanban wollen wir nicht immer mehr Arbeit in ein System hineindrücken, sondern wir wollen Arbeit durch ein System durchziehen. Ja? Das ist ein Pull-System. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Systeme, das können wie gesagt
Abteilungen, Firmen, Menschen, Teams, was auch immer sein, die haben eine gewisse Kapazität und die sollten wir nicht überladen. Und wir sollten deswegen nach dem Pull-Prinzip arbeiten. Immer dann, wenn wieder Kapazität da ist, dann ziehe ich mir wieder ein neues Work-Item. Ja? Und ich kann aber nicht immer mehr in das System hineindrücken, weil das erzeugt nur Chaos und lange Durchlaufzeiten und so weiter. Ja? Wem dieses Prinzip jetzt nicht so ganz klar ist, verwende ich jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein Parkhaus. Da hast du 100 Parkplätze drin. Ja? Und jetzt bist du irgendwie so, keine Ahnung, nicht Corona-Zeiten, ja, letztes Adventswochenende, ja, Parkhaus in der Innenstadt von irgendeiner deutschen Großstadt. Alle laufen noch los und wollen unbedingt noch die letzten Weihnachtseinkäufe machen. Ja? Also wenn man irgendwie so am dritten oder vierten Adventssamstag in der Innenstadt war und einen Parkplatz haben wollte, der kennt ja das. Ne? Du stehst also erstmal eine Stunde lang vor dem Parkhaus, bis du dort reinfahren kannst. So. Wie funktioniert so ein Parkhaus? Du fährst da an die Schranke ran, da hast du so ein Licht auf so einem Schalter, da drückst du drauf, dann kommt ein Ticket raus, Schranke geht auf und du kannst reinfahren. So. Wenn du jetzt aber in diesem Szenario, das ich gerade beschrieben habe, so Adventssamstag, ja, dahin fährst, da wird wahrscheinlich das Licht gerade nicht brennen. Das heißt, du stehst jetzt da vielleicht vor der Schranke, ja, Licht brennt nicht und du musst warten, bis wieder ein Auto rausfährt und erst dann geht dieses Licht an, du kannst draufdrücken, Ticket kommt raus und kannst wieder reinfahren. Mit anderen Worten, du kannst in dieses Parkhaus natürlich, wenn das 100 Parkplätze hat, nicht 130 Autos reindrücken, sondern im Gegenteil, das Parkhaus zieht sich die Autos. In dem Moment, wo zwei Leute wieder rausfahren und jetzt sind nur noch 98 Plätze belegt, in dem Moment, wo der Knopf wieder grün und das Parkhaus zieht sich sozusagen wieder zwei Autos. Und das ist ein Pull-System und kein Push-System. Und wenn du in einem Push-System arbeitest, dann gehen wir in Kanban davon aus, dass die Durchlaufzeiten sehr lange werden, dass die Liefertermine nicht eingehalten werden, dass die Lieferung sehr unprognostizierbar ist, dass der Fluss nicht konstant ist. Und das sind alles Themen, die wir nicht wollen. Und aus dem Grund limitieren wir den Web, also den Work in Process. Ja. So. An der Stelle möchte ich ein kurzes Beispiel für Pull und Push machen. Gerne. Ich hätte jetzt warten können, bis ihr fertig seid, dann wäre das ein Push gewesen. Du hättest wieder gesagt, hey Chris, übernehmt, wir gehen in die Diskussion. Ich pulle mal, weil ich die Zeit ein bisschen im Auge habe. Die Frage ist, wie viel kommt denn noch? Magst du es kurz? Wir haben noch so 2, 5 Minuten, 3 Minuten so. Okay, eher 2 bis 3, das wäre super. Alles klar. Okay. Ganz wichtig in Kanban ist auch ein End-to-End-System zu haben. Das heißt, wir denken über die Teamgrenzen hinaus, überlegen uns, was kommt vorher und was kommt nach meinem Team. Ja? Auch typisch Kanban, also Fokus geht auf End-to-End-Prozess, auf den Wertstrom und nicht auf ein einzelnes Team. Ja? So, dann, was sind noch so die wichtigen Themen? Ich versuche nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ja? Also, was bringt mir Kanban eigentlich? Also Kanban vermeidet erstmal die Schockstarre und den Widerstand im Unternehmen durch ganz harte Veränderungen. Kanban ermöglicht es dir, Agilität zu leben außerhalb der Softwareentwicklung. Also aus meiner Sicht ist Scrum immer noch sehr, sehr stark IT-Software orientiert. Kanban kannst du wirklich überall anwenden. Du optimierst das Gesamtsystem, ja, und eben nicht einzelne Teams. Chaos eliminieren, Arbeit sichtbar machen. Überlastung vermeiden, Arbeitszufriedenheit erhöhen, Rückgewinnung der Freude an der Arbeit. Du möchtest für Kunden vorhersagbar sein, also Kanban-Systeme erzeugen vorhersagbare Ergebnisse und du versuchst eben auch in Kanban vernünftig die Prioritäten zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Ja. Was sind so die wichtigsten Takeaways? Kanban hat also keine Task-Orientierung, sondern eine Service-Orientierung. Wir versuchen immer die Bedürfnisse des Kunden im Blick zu halten. Kanban denkt systemisch und hört eben nicht an der Teamgrenze auf, sondern versucht immer, das ganze Unternehmen oder den ganzen Wertstrom abzubilden. Kanban ist nicht preskriptiv, sondern von Grundüberzeugungen oder von Philosophien getrieben. Und Kanban will eben verstehen, wie Arbeit funktioniert und wie ich Arbeit organisieren kann. Ja? Das war's. Großartig. Mir fallen tausende Fragen ein, was wir aber machen. Das war echt sehr, sehr cooler Überblick. Eine ganz essentielle Frage. Klar, wir haben das jetzt aufgenommen und können uns das alle hinterher nochmal angucken. Wie öffentlich zugänglich sind denn die Seiten? AKA, könnt ihr es im Nachgang teilen? Ja, können wir machen, ja. Klar. Super cool. Perfekt.
Und ja, vom Hot Seat seid ihr natürlich noch nicht runter. Was wir jetzt machen wollen, ist ganz kurz in das gemeinsame Dokument springen, wo wir jetzt systematisch die Erkenntnisse sowohl aus dem Vortrag als auch aus unserer Erfahrung übertragen wollen in den Canvas, den wir mitgebracht haben, und dann diskutieren, was passiert denn je, ich sag mal, Wertstrom in dem Projekt, weil das sind wir noch schuldig. Das war jetzt sehr wertstromorientiert. Ich sage mal, Operations steht da für mich so dahinter. Jetzt sind wir in der Projektwelt. Wie geht denn das zusammen? Und damit das nicht so lose im Raum die Diskussion schwebt, teile ich mal den Bildschirm und stelle euch das Excel vor, mit dem wir bisher auch gearbeitet haben. Viele von euch werden es schon kennen. Für alle anderen machen wir einen kurzen Rundown. Wie immer bei so einer Excel, man konzentriert sich mal kurz auf Zeilen und Spalten. In den Spalten haben wir unterschiedliche, PMI wird es Wertströme in einem Projekt nennen, wie Human Resources oder Ressourcen allgemein, Zeit, Kosten, Kommunikation / Stakeholder, Risiken, das Thema Integration, was sicherlich auch Test und Absicherung bzw. Test und Abnahme und Freigaben mit inkludiert. Wir gehen hier ganz agil vor. Wenn uns eine Spalte fehlt, tragen wir die mit ein. Wenn wir Zeilen vermissen, tragen wir die auch mit ein. Ihr seht aber, die Zeilen sind schon in gewisser Weise vordefiniert. Wir haben ja Extreme Programming beim letzten Mal detailliert besprochen, auch anhand Beispielen, und dann eben erfasst, hey, wie gehe ich denn mit dem Thema Ressourcen in der Initialisierungsplanungsphase im Projekt um? Und damit erschließt sich auch schon, wie dieser Canvas erstmal zu lesen ist. Wir füllen jetzt hier die Spalte 3 aus Kanban-Sicht, wo ich sehr gespannt bin, weil wenn alles so, na, ich lasse es mal offen und ich lasse es, wie es ist. Wie ist es denn dann? Also das wird jetzt eine sehr interessante Reflexion. Ist hier links noch was? Hier ist noch was. Natürlich, es fehlt was ganz Essentielles. Der Scope inklusive dem Thema Qualität, sicherlich ganz wichtig, wenn wir jetzt mal ganz platt Projektmanagement-Dreieck denken. Das ist die Aufgabe für uns alle gemeinsam. Hier was, denn es ist ein gemeinsames Dokument, Verwertbares für uns, was jeder mitnehmen kann, zu ergänzen, einzutragen und zwar so stichhaltig zu notieren, dass wir das für ein Projekt möglichst anwenden können. Gibt es dazu noch Fragen oder Ergänzungen? Also Chris, ich möchte dich nicht enttäuschen, aber Kanban ist an sich, hat eigentlich mit Projektmanagement gar nichts zu tun. Mhm. Deswegen, also wir können die Matrix natürlich ausfüllen. Ich habe da auch Ideen zu den einzelnen Punkten, aber aus meiner Sicht hat weder Scrum noch Kanban was mit Projektmanagement zu tun. Mhm. Aus meiner Sicht gibt es auch kein agiles Projektmanagement. Also das ist ein Begriff aus meiner Sicht, den haben sich die Wasserfaller ausgedacht, aber ich glaube, Agilisten verwenden den Begriff gar nicht, und du wirst auch in keinem Buch oder in kaum einem Buch oder kaum einem Podcast oder was auch immer von Agilisten das Wort Projektmanagement hören, und die werden auch das Wort Projektmanagement nicht verwenden. Deswegen, aus meiner Sicht ist weder Scrum noch Kanban Projektmanagement, und deswegen ist es auch relativ schwer, jetzt diese Projektmanagement-orientierte, Knowledge Area-orientierte, PMI-orientierte Sache jetzt darüber zu stülpen. Aber ich kann natürlich was dazu sagen, aber es wird nicht funktionieren, glaube ich. Okay, dafür sind wir 27 Leute mit wahrscheinlich 27 Blickwinkeln auf genau dieses Thema hier im Call, weil meine Überzeugung, ich hatte letztens mit dem Stefan Schaaf auch hier im Call, die Unterhaltung, nehmen wir doch mal, nennen wir es mal nicht Wasserfall, gucken wir mal rein nach PMI. Was möchte PMI? PMI propagiert auch den PDCA-Zyklus. PDCA-Zyklus ist ja ziemlich iterativ. Ist das nicht irgendwie Agilität? Ist das nicht schon eine Brücke zur Agilität? Gibt es doch agiles Projektmanagement? Und wir wollen das gar nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern gucken, gibt es eine Brücke? Und wenn ja, ist die belastbar? Kann ein Projekt von dem, was Kanban jetzt als Framework, von dem, was wir von dir, euch gehört haben, irgendwie ein Projekt davon profitieren? Und wenn ja, wie? Und das ist jetzt die Challenge. Und damit würde ich sagen, ist auch komplett, wenn jemand einen Gong hätte, die Runde eröffnet. Und ich würde sagen, wir gehen fließend über ins Interview. Dafür haben wir euch ja mit dabei.
Ja. Jan, hast du einen Gong für uns? Jan ist eigentlich für sowas zuständig, für so Gongs und Klingeln und so. Aber danke, Jan. Aber jetzt sind wir bereit, Chris. Jetzt sind wir bereit, sorry. Großartig. Mhm. Und zwar machen wir das unter der Überschrift, du hast es selber gesagt, schreibe auf, wie du arbeitest. Und genau das machen wir doch jetzt mal. Nehmen wir an, wir haben ein Projekt. Wir stehen da ganz am Anfang. Wir können auch gerne Beispiele benutzen. Antje, was hatten wir beim letzten Mal für XP genommen? Genau, wir hatten ein Beispielprojekt. Wir teilten gerade den Bildschirm nochmal. Ich bin das. Bist du, genau. Ich glaube, es ist auf einem der vorderen Tabs in diesem Excel auch drin, bei Scenario Description, glaube ich. Mhm. Beispiel 3. Beispiel 3 war es. Wir erstellen einen neuen Prozess. Eins tiefer, ja. Mhm. Ah ja, jetzt baut es sich auf. Ja, Beispiel 3, wir erstellen einen neuen Prozess. Und ich kann mir vorstellen, das als Projekt ist ja auch nicht ganz, also ist jetzt nicht so your typical IT-Project. Von daher könnte genau das vielleicht auch jetzt wieder ein spannendes Beispiel sein. Ein Prozessprojekt. Prozessentwicklungsprojekt. Mal gucken, wie lässt sich Kanban da einsetzen. Und klar, wir haben jetzt nicht den Anspruch, hier perfekt irgendwas überzustülpen. Das ist klar, es geht wahrscheinlich gar nicht, wie Jörg auch richtig sagt. Sondern einfach zu gucken, wo kann uns Kanban bei so einem Projekt helfen, wenn wir zum Beispiel die Idee haben, jetzt machen wir es doch mal mit Kanban. Was müssen wir dann beachten? Das ist auch wichtig. Und dazu haben wir halt euch als Experten da. Aber ihr müsst jetzt, wie gesagt, wir müssen nicht irgendwas 100%iges entwickeln, womit wir dann nachher rausgehen an den Markt und das als Buch oder so rausgeben, wäre natürlich schön. Aber nee, wir haben einfach nur den Anspruch, dass wir hier Diskussionen untereinander fördern, auch aus der Community raus, die Fragen beantworten, die sich dabei stellen, wenn jetzt jemand gerne Kanban zum Beispiel einsetzen möchte. Und deshalb sind wir so dankbar, dass ihr heute unserer Einladung auch gefolgt seid, uns da einfach mit eurer Expertise so ein bisschen da auch an der Stelle auszuhelfen, wo wir vielleicht sagen, keine Ahnung, wie kann man das sieht. Ne? So war es gedacht. Also da braucht ihr euch jetzt nicht unter Druck fühlen, hier das perfekte Ding für uns aufzustellen. Wie gesagt, das ist gar nicht der Anspruch. Wir haben, wenn du nochmal zeigst, Chris, welches Tab war es jetzt gerade das? Wir haben zum Beispiel beim XP durchspielen letztes Mal, wo man ja auch sagen könnte, das ist ja eigentlich nicht für Projektmanagement gedacht. Ganz genauso wie Scrum, ist ja sehr ähnlich. Auch aufgebaut, haben wir zum Beispiel überlegt, wie würde ich jetzt, wenn ich mit XP mich aufstelle, mit einem XP-Team, wie würde ich dann zum Beispiel den Scope versuchen, das zu entwickeln, zu klären. Ne? Und das haben wir dann da auch gemacht. Was für Leute brauchen wir? Was sind die zeitlichen Koordinaten und so weiter? Und genau so würden wir es gerne auch mit Kanban durchspielen. Aber wenn Kanban irgendwo keine Antwort gibt, weil die zum Beispiel auch sagen, ist uns egal, ihr fangt so an, wie ihr steht, ne? Dann ist das ja auch in Ordnung. Dann können wir auch zum Beispiel das aus XP nochmal übernehmen oder irgendwas ganz anderes uns ausdenken. Also wir sind völlig frei und ganz wichtig eben auch, dass die Community hier, die Leute, die alle hier gerade mit dabei sind, dass ihr euch auch einbringen dürft mit Kommentaren, mit Fragen, mit Anregungen. Warum wir das Ganze allerdings doch so machen wollen jetzt und da auch ein bisschen dran festhalten, ist einfach, weil wir glauben, dass man das mit Beispielen besser durchsprechen kann, als wenn wir jetzt eine rein theoretische Diskussion aufmachen. Deshalb ist uns das so wichtig und ich hoffe, da könnt ihr auch mitgehen. Wenn ich die Gedanken vom Jörg mal aufnehme, dass es eigentlich kein agiles Projektmanagement gibt, ich habe da eine andere Auffassung, aber das macht ja nichts, aber ich abstrahiere das Ganze mal auf die Definition von Projekt, dass wir ein Vorhaben haben, was einmalig ist, ein Anfang, ein Ende und ein Output hat, um es mal ganz kurz zu fassen. Mhm. Und das in einer agilen Umgebung umzusetzen. Das nimmt so ein bisschen den Druck, dass wir ein Projektmanagement haben. Aber wie nehmen wir denn dieses Vorhaben, wo wir am Ende ein Output haben wollen, in Angriff? Ja. Und Sonja, da habe ich auch, möchte ich direkt ergänzen, was zu sagen. Da bin ich nämlich relativ nah bei dir. Das ist das Schöne, mein letztes Projekt oder ein größeres Projekt, wo man nicht wussten, wie gehen wir damit um, war die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ja? Ein riesen Ding, noch ganz viele Öffnungsklauseln, keiner wusste genau, was zu machen ist. Ja? Da war ich damals noch Angestellter. Die Juristen kamen auf mich zu, so mit leichten Kammerflimmern schon. Ja, und wir können nicht planen und ne, so viele Öffnungsklauseln und um Himmels Willen.
Und da hatten die richtig Stress mit. Und da haben wir angefangen, Jörg, mach mal deinen Lautsprecher aus, da haben wir angefangen, Zettel an die Wand zu kleben. So, das war der Anfang. Nämlich genau zu sagen, jetzt mal cool, lasst uns mal hinsetzen, was wisst ihr denn schon? So. Ah. Und dann haben wir angefangen, einfach mal Zettel an die Wand zu kleben und da zu gucken, also diese Visualisierung zu nutzen, einfach um es ein bisschen greifbarer zu machen. Und so sind wir langsam, kann man jetzt nennen, wie man will, ein Projektmanagement, ein Projektsetting, in eine Innenphase, nennen wir es wollt, gekommen, weil es auch total egal, wie man die Phase nennt. Es saßen an der Stelle Leute zusammen, die es betroffen hat. Ja, zwei Juristen, die haben sich dann Hilfe von Fachbereichen geholt und einen agilen Klugscheißer noch dazu, oder einen Projektklugscheißer, der ich damals noch war. Ich war nicht ein rein agiler Klugscheißer, sondern ein Projektklugscheißer. Genau, und haben dann einfach mal gefragt, wie würdest du jetzt an die Sache rangehen? So, und das ist für mich so diese Init-Phase gewesen. Wir haben jetzt da eben nicht klassisch geplant, so wie viele Ressourcen, was sind die Aufgabenpläne und so weiter und so fort. Ging eben an der Stelle auch gar nicht. Und das hat geholfen, da auch diese Kanban-Philosophie in das Projekt dann zu tragen. Also das war einer meiner größten Erfolge, nicht steinigen hier jetzt bitte, ja, dass Juristen nach so ein paar Zyklen, ein paar Wochen gesagt haben, cool, dass wir uns dafür entschieden haben. Cool, dass wir das Projekt jetzt komplett mit Kanban betreiben. Ja, so. Ich finde die Formulierung, die du gerade gesagt hast, gut. Also, dass du es, ich finde die Formulierung, die du verwendet hast, gut, in das Projekt reintragen. Ja. Ja, also, weil warum? Also, wir haben ja hier die Brückenbauer. Ja, wir haben einmal das Projekt, ja, wo ich Sonjas Definition ganz gut finde. Ja, also, simple as that. Ja, und bös getönt, also wenn ein Projekt nicht gemanagt wird, was ist der Umkehrschluss? Ja, so, also egal, was ich treibe und egal, womit ich es mache, möchte ich es ja, kann sich jeder ein schöneres Wort für sich nehmen, was er gerne im Markt das Wort findet, das Wort Management uncool oder nicht zeitgemäß oder auch leiten nicht, also irgendein Wort, wir könnten es auch Hugo Egon Balder nennen, das ist mir eigentlich komplett egal, ja, aber ich koordiniere zusammen mit den anderen die Arbeit, dass halt ne, der Prozess durchläuft oder im Fluss entsteht, dass der Wertstrom, das am Ende des Tages, was erstellt werden soll, dasteht. Das interessiert eigentlich so. Und da ist Kanban halt eine Möglichkeit, dieses zu tun, dieses Projekt mit zu managen oder zu unterstützen, es zu managen und es halt einzubringen, wie man das halt machen kann. Entschuldigung, wenn es so lang war. Entschuldigung, Monolog gibt sich ja halt. Ich kann mal kurz anknüpfen an das, was jetzt Stefan gesagt hat gerade. Also ich erkläre vielleicht mal ganz kurz, warum Kanban nichts mit Projektmanagement zu tun hat. Kanban versucht, Arbeit effizient zu managen. Und ob diese Arbeit jetzt Projektcharakter hat oder nicht, das ist aus Kanban-Sicht völlig egal. Du kannst aber mit Kanban, ist ein Widerspruch, oder? Ja. Entschuldigung. Du kannst mit Kanban fortlaufende Tätigkeiten unterstützen. Also meinetwegen, ich habe schon mal Second-Level-Support im Callcenter mit Kanban abgebildet. Ja? Das ist ein typisches Nicht-Projekt-Szenario, fortlaufende Tätigkeit. Ja? Und du kannst mit Kanban aber natürlich auch im Projektbereich Arbeit organisieren. Aber für Kanban ist es erstmal völlig egal, wie du das, was du tust, nennst. Mhm. Also deswegen, es ist kein Widerspruch für mich zwischen Projektmanagement und Kanban da, aber es ist was anderes. Kanban ist eine Art und Weise, Arbeit wahrzunehmen, zu verstehen und den Fluss dieser Arbeit zu managen. Wenn du das in einem Projektkontext machst, super. Wenn du es außerhalb des Projektkontexts machst, auch okay. Okay, also es kann uns unterstützen, aber das ist ja genau die Frage, der wir jetzt auch nachgehen wollen. Also von daher ist es ja eine wunderschöne Überleitung. Das ist ja genau der Punkt, an dem wir auch reingehen wollen. Also wir haben nicht den Anspruch, wir führen jetzt die Kanban-Methode ein und das ersetzt unser Projektmanagement, sondern wir haben den Anspruch, wir möchten uns gern mit Kanban in unserem Projekt unterstützen lassen. Ich überlege, ja, das wäre super, wenn also ich habe auch aus der Praxis rausgesprochen Beispiele gesehen, wo Scrum und Kanban zusammengeführt werden. Ich habe aber auch einen Kunden, der arbeitet mit PMI und macht wirklich so richtiges Wasserfall-Projektmanagement mit MS Project, organisiert aber das tägliche Doing, die Arbeit im Team mit Kanban. Ja, also Kanban ist da völlig agnostisch. Für Kanban ist es nicht wichtig, ob du PMI oder Scrum machst. Kanban ist eine prinzipielle Sichtweise darauf, wie Arbeit funktioniert. Ja, das ist doch eigentlich dann wunderschön für uns Brückenbauer. Genau der richtige Ansatz. Genau, Chris, ich überlege nur gerade, wenn Holger jetzt schon mal so hier so ein Datenschutzprojekt mit Hilfe von Kanban aufgesetzt hat und uns da so ein bisschen oder unterstützt hat. Nee, möchtest du nicht? Nur wenn du willst.
Dann können wir natürlich auch das als Beispiel nehmen. Aber wir können auch bei unserem bleiben. Also kein Druck hier. Egal, ich glaube, das Vorgehen ist ja sehr ähnlich, weil, wie es der Jörg so schön gesagt hat, es hat nichts mit Kanban zu tun, sondern einfach, wie gehe ich jetzt da an die Geschichte ran? Genau. Und ich nutze halt einfach die Philosophie frühzeitig und mache es transparent. Ja? Ich habe es im Chat gelesen, das ist doch ein schöner erster Schritt für Scoping, eben, dass man da mal ins Brainstorming geht. Ja, klar. Ja, genau. Nächster Schritt, wenn ich das vor mir sehe und sage, okay, das ist jetzt schon mal die Arbeit, von der ich jetzt schon weiß, wen brauchen wir denn grundsätzlich dazu? Dann weiß ich zumindest schon mal Skills, Rollen, wie auch immer man das nennen mag. Nicht die Anzahl von Menschen oder Ressourcen, wie man es jetzt vielleicht sogar in dem Projektkontext sagen würde. Ja. Dann lass uns doch vielleicht kurz das Beispiel nochmal beschreiben und tatsächlich einfach ganz praktisch probieren. Das wäre schön, damit wir alle wissen, wovon wir reden und tatsächlich, damit es vergleichbar wird, auch zu dem, was wir vorher gemacht haben. Wir können gerne die Parallelen zum DSGVO-Projekt nehmen, aber damit es vergleichbar wird zu dem, was wir für XP gemacht haben, noch einmal von oben nach unten, was ist denn das hier für ein Prozessprojekt? Und zwar geht es um das Thema Onboarding, so eine Onboarding-Dokumentation entstehen, inklusive dem Prozess für neue Mitarbeiter, klar. Und zwar in einem größeren Unternehmen. Antje, du hattest es so salopp hingeschrieben, größer beginnt für bei und magst du den Rest nochmal deine Gedanken teilen, weil... Ja. Hast du mit reingebracht? Tatsächlich war ich schon mal in so einem Projekt involviert, in einem Großkonzern. Aber das muss natürlich nicht sein. Das kann auch, weiß ich, so mittelständisch sein oder so. Ich habe halt nur gedacht, sobald ein Unternehmen etwas größer ist, als jetzt nur so ein ganz kleines Startup mit 10 Leuten, wird natürlich auch ein Onboarding-Prozess dedikiert. Ja, macht einfach die Umgebung agiler und dann sind wir wieder bei dem, was wir gesagt haben. Ja. Genau. Ja, und auch Onboarding, Dokumentation und so ist dann immer wichtiger, je größer ein Unternehmen vielleicht auch ist. Also auch das mag dahingestellt sein, aber trotzdem, also da ist halt der Bedarf auch da. Das heißt, wir haben hier einen Bedarf und um Bedarf soll es ja auch immer gehen bei so einem Vorhaben. Welchen Bedarf wollen wir damit oder welches Ziel wollen wir damit erreichen? Wir wollen unser Onboarding verbessern. Wir haben nämlich das Gefühl, unser Onboarding-Prozess ist nicht so gut. Ne? Also das Projekt ist es hier auch wirklich diesen Prozess wirklich grundlegend zu verbessern. Der neue Prozess muss dann universell genug für verschiedene Unternehmensbereiche sein, aber dennoch hilfreich für alle, auch ein bisschen schwierig. Das Ganze muss gut dokumentiert werden, auch hier im agilen Sinne vielleicht auch in so viel wie nötig. Aber bitte nicht zu viel. Und dann haben wir das Ganze vielleicht bei einer Personalabteilung, HR, mag nicht jeder den Begriff, aber was auch, wie es auch immer genannt wird, aufgehangen. Das Team selbst hat aber wenig Autorität, muss aber viel beeinflussen, denn sie wollen ja bewirken, dass es auch in anderen Unternehmensbereichen so gemacht wird. Und tatsächlich habe ich sowas Ähnliches auch schon mal erlebt und war da involviert. Deshalb fand ich das vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Das war die Idee dahinter, ja. Perfekt. Dann versetzen wir uns da jetzt genau alle rein. Wir sollen genau dieses Projekt angehen, haben das jetzt, meistens ist es ja so, kriegst eine E-Mail oder du saßt gerade in einem Meeting, die 5 Bullets gibt's, Projekt ist hiermit eröffnet. Genau, wie geht ihr es an? Wie würden wir sind jetzt überzeugt, dass Kanban und überhaupt dieser kontinuierliche Ansatz eh der richtige ist und dass wir jetzt unser Projekt genauso in Fluss bringen wollen. Was machen wir mit dem Scope? Ein Teil steht jetzt schon im Statement drinnen, hier im Projektauftrag, aber... Ja, die eine Frage wäre, würden wir mit Scope beginnen? Oder mit einer anderen Fragestellung? Mhm. Ich habe Holger vorhin so verstanden, dass er das so oder so ähnlich schon mal gemacht hat, so als einer der ersten Schritte zumindest, ne? Genau, also... Es kommt immer auf den Zustand an. So, wo befinden wir uns gerade? Frank hat es gerade schön gesagt, ja, kommt irgendwie ein Projektauftrag runtergeflattert. Sagt mir der schon was? Muss ich da noch weiter aufmachen? Muss ich mir das selber noch mehr Pfanne machen? Das war jetzt ein gutes Beispiel für die EU-DSGVO, so nach dem Motto, wo kann man anfangen? Ja, mit den ganzen Öffnungsklauseln und dem ganzen Zeug. Ja. So, die Philosophie ist, so schnell wie möglich mit dem Arbeiten auch zu beginnen, so schnell wie möglich auszuliefern, so schnell wie möglich Feedback zu bekommen. Das ist die Philosophie dahinter. Das heißt, das Scoping, ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, ja, kann man respektiert ja alle Rollen. Ich bin jetzt hier irgendwie in einem klassischen Unternehmen oder so, ich kriege jetzt einen Projektauftrag hier, Holger, kümmere dich mal. Wolfgang, alles gut? Kümmere dich mal um das Thema.
Ja. Wolfgang, kann man dir helfen? Nicht, dass da irgendwie gerade was kaputt geht bei dir. Scheint okay. Mist. Ist noch im Chor, scheint nichts in die Luft geflogen zu sein. Okay, alles gut, alles gut. Genau. Also ich will so schnell wie möglich die Arbeit fließen lassen, so schnell wie möglich damit eben beginnen, weil das ist ja unser Hauptziel, will ich jetzt nicht nennen. Also aus methodischer Sicht, ja klar, das Hauptziel steht im Projekt definiert, ja. Aber das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen wissen, welche Arbeit gibt es, was ist zu tun, wie fließt die Arbeit durch das Projektteam in dem Fall, in dem Beispiel. Wo gibt es Übergaben, wo gibt es Schnittstellen vielleicht? Da braucht man wieder Feedback von der Abteilung und so weiter und so fort. Das heißt, es ist auch mal so ein Schritt, der getan werden muss, uns mal zu überlegen, wie stellen wir uns den Stand jetzt vor, dass wir zu Ergebnissen kommen. Stand jetzt. Wir fangen ja immer mit dem Vorhandenen, das ist blöd, ne? Projekt ist ja was Neues, also wir haben ja keinen bestehenden Arbeitsprozess, aber vielleicht gibt es irgendein Vorgehensmodell, das wir schon ganz gut fanden. So. Holger? Ja? Wenn es da im Wesentlichen, also mit Kanban geht es ja darum, dass, wie ihr so schön beschrieben habt, die Arbeit fließt. Müssten wir uns da nicht zuerst mal Gedanken machen darüber, was denn da genau fließen soll? Also ja. Quasi in Richtung, wie schaut der Wertstrom aus und was fließt denn da genau durch? Weil, ich sag mal, aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt bei der Aufgabenstellung wahrscheinlich nicht im ersten Moment auf Kanban gezeigt, sondern also mir würde im Moment noch der Ansatzpunkt fehlen, was ist jetzt das Element, was hier kontinuierlich immer wieder durch diesen Wertstrom fließen kann. Darf genau. Ich mal die ganz vorpreschen und ganz einfach waghalsig die Methodik verlassen? Der erste Gedanke, der mir bei der Projektbeschreibung oder bei der Situationsbeschreibung gekommen ist, was gibt es denn schon? Welche Leute beschäftigen sich im Moment schon mit dem Prozess? Und was haben die für Dokumente, Formulare und welchen Ablauf haben die bisher? Das würde ich erst mal fragen, um überhaupt mal von was Bestehendem auszugehen. Damit verlasse ich definitiv die Methodenfrage. Nö, würde ich gar nicht sagen. Wir beginnen doch mit dem, wo wir gerade stehen, in Kanban. Ja. Ich will Sonja aber auch recht geben. Finde ich super, dass du jetzt da dass du jetzt also vorpreschst, weil für den Kontext, also für dieses Beispiel, das ihr habt, würde ich die Methode auch erstmal verlassen im Sinne vom Scoping und würde da in so eine Trickkiste wie Design Thinking greifen. So eine Nutzerzentrierung herstellen. Ja, ehrlich, ihr wollt doch das Onboarding wollt ihr verbessern. Warum wollt ihr das tun? Für wen ist es? Für wen läuft es denn im Moment nicht so gut? Und da erste Ideen generieren. So, was ich als alter Design Thinker kennengelernt habe, ist die Stärke von Kanban. Weil wenn man nämlich in Design Thinking mal anfängt mit dieser Ideensammelei, dann kommt da ganz schnell ganz viel Kram zusammen. Und man will sich vielleicht nicht nur auf einen Prototypen, also auf ein Objekt konzentrieren, sondern auf mehrere Projekte. Persönliche Erfahrung, ja, dann hockt man an dem Projekt, hast du da zu dem Feedback eingeladen, zu dem Prototypen? Nee, zu dem Prototypen habe ich Feedback eingeladen. Nee, da wolltest du mit Matthias quatschen. Nee, du wolltest mit Matthias zu dem Prototypen quatschen. Da sind wir gerade erst in der und der Phase, da führen wir gerade Interviews. Oh Gott, jetzt habe ich dem eine Outlook-Einladung geschickt, Feedback hier und jetzt erwartet er aber ein Interview. So, und da habe ich Kanban auch kennengelernt als starke Methode, durch diese Visualisierung ein Projekt in saubere Bahnen zu bekommen. Also ein Design-Thinking-Projekt organisatorisch zu unterstützen. So. Und da bin ich bei Sonja, also und auch bei Jörg, ja, und da, auch noch anzuknüpfen, so dieses klassische Reindenken, wie setze ich jetzt ein Projekt auf? Würde ich nicht sagen, ja, Kanban ist jetzt die einzige heilsbringende Methode. Auch in unserem Datenschutzprojekt haben wir eben erstmal aufgemacht und gesehen, okay, da brauchen wir die, okay, die müssen dann das machen. Und dann kamen wir genau zu dem Punkt, ich weiß leider nicht mehr, wer es gerade gesagt hat, genau zu dem Punkt zu sagen, okay, da wissen wir jetzt, da müssen wir zum Beispiel Arbeitsanweisungen überarbeiten. Haben wir im Fachbereich gefragt, wie macht ihr das? Wie habt ihr das bisher gemacht, so Arbeitsanweisungen überarbeiten? Ja, da sitzt ein Sachbearbeiter da, der schreibt das in ein Dokument, dann geht er zu seinem Gruppenleiter und holt sich da Feedback ein, dann tippt er das rein, was der Gruppenleiter da gesagt hat, dann holt er sich Informationen von der Rechtsabteilung, ob das alles so passt, so. Und so sind wir dann am Menschen, der da in dem Projekt mitwirkt, nachdem wir das kennengelernt haben, aha, die Aufgabe, der Mensch, ihn fragen, so sind wir auf den Prozess gekommen. So eine Kanban kann ja unterscheiden, also so eine Visualisierung in mehrere Teil,
Gebiete, also Teilprozesse oder andere Prozesse, ja, so, sogenannte Swimlanes. Und da wusste man schon, okay, wir haben hier die Swimlane, die haben sie damals Fachbereich genannt, ja, die Swimlane-Fachbereich. Und da unterliegt die Arbeit folgenden Regeln. Da ist das Objekt, das da auf dieser Kanban-Karte steht, auf diesem Ticket steht, ist eben die Arbeitsanweisung SEPA-Mandat eingeben. Ja? Das steht da drauf und dieses Stück Arbeit fließt eben durch unser System, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, ne? Kommt der Gruppenleiter daher und so weiter und so fort. So, da iteriert man sich aber hin. Man braucht die Themen, man braucht die Menschen und dann kann man die fragen, okay, wie geht ihr jetzt an die Sache ran? Gibt es da schon was, das ihr habt? Wenn nicht, dann lass uns mal was Neues ausdenken. Und wenn es eben erstmal dieses Minimal-Setup ist, ich probiere es einfach mal aus. Also, do doing done, wollen wir nicht. Aber wenn wir nichts anderes haben, können wir damit erstmal anfangen. Ja. Okay, dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu. Oh ja. Also, ja! Jörg und ich haben heute gesagt, wir machen heute Söder Laschet. Jetzt könnt ihr dann nachentscheiden, wer war Söder von uns, wer war Laschet. Oh nein, bitte nicht. Okay. Jetzt ein Menti-Voting auf dafür, das ist schön. Komme ich bei Kanban auf den Scope. Mache eine Scope-Definition, baue eine Work-Breakdown-Structure und definiere einfach in Arbeitspaketen oder in Aktivitäten, was du tun willst. Das ist mal nicht gegen Kanban. Ja? Wenn du denkst, du möchtest jetzt einfach, wenn du sagst, du lebst in einer prädiktiven Welt, das heißt, du kannst die Zukunft vorhersagen und kannst schon ungefähr oder relativ genau das erwünschte Ergebnis umreißen. Vielleicht ist es ja in dem Unternehmen so, dass es da so viele Prozesse, Einschränkungen und keine Ahnung, Regeln gibt, ja, dass sowieso schon relativ klar ist, wie dieser Einarbeitungs- oder Onboarding-Prozess aussehen muss. Dann mach einfach eine Scope-Definition, brech den Scope mit einer Work-Breakdown-Structure runter und dann hast du Arbeitselemente und die kannst du dann durch ein Kanban-System laufen lassen. Das könnte ich ein Beispiel sagen. Was könnte so ein Element sein? In dem konkreten Beispiel? Also, ich weiß nicht, wir können jetzt gerne eine Work-Breakdown-Structure basteln, aber das ist jetzt nicht mein Arbeitsfeld, das ist eher PMI. Also, ich meine, du kannst halt anfangen zu sagen, wir haben einen Prozess, wie kann ich jetzt den Prozess, diesen Onboarding-Prozess runterbrechen, was muss da alles getan werden, der kann vielleicht runtergebrochen werden in Technik-Sachen, kriegt der Mensch einen Computer und ein Telefon und was weiß ich. Dann wäre ein Element wäre dann Prozess runterbrechen. Ja. Also es gibt ja 50 ja. Möglichkeiten, eine Work-Breakdown-Structure zu machen, aber ja. Das ist ja eher so euer Home-Turf, ne? Und das kannst du sich prozessorientiert machen oder du kannst versuchen, das Produkt an sich runterzubrechen in verschiedene Teilbereiche, in Elemente. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, eine WBS zu bauen und das kannst du einfach machen. Und bricht es halt so lange runter, bis das Ganze eine Größe hat, wo du sagst, das ist handelbar. Ne? So würdest du ja auch in der Work-Breakdown-Structure vorgehen, dass du sagst, irgendwann habe ich eine Arbeitspaketgröße oder eine Aktivitätengröße erreicht, wo ich das Gefühl habe, okay, das kann ich jetzt echt operationalisieren. Da kann ich jetzt jemanden auch dran setzen und der kann das umsetzen. Und genauso würde ich das halt in dem Fall auch machen. Einfach runterbrechen in kleinere Einheiten. Und diese Einheiten kannst du dann über ein Kanban-Board laufen lassen. Ja? Wie du die Einheiten runterbrichst, das musst du vielleicht ein bisschen anders machen, weil die sollen ja auch bestimmte Prozessschritte abbilden dann. Das heißt, diese Einheiten sollen durch einen Prozess durchlaufen. Ja? Und so könntest du vorgehen, wenn du willst. Also du musst Kanban, wie gesagt, nicht agil verwenden. Du kannst wirklich sagen, ich lebe in einer prädiktiven Welt. Ich kann den Scope schon sehr genau definieren. Ich kann den runterbrechen in kleinere Einheiten und diese Einheiten, die manage ich dann über ein Kanban-Board. Ist okay. Das heißt, ja. Okay. Ist jetzt nicht der typische Anwendungsfall von Kanban. Ich würde sagen, 95% der Kanban-Teams arbeiten wahrscheinlich agil, aber ich kenne durchaus Kanban-Teams. Okay. Das heißt, in der klassischen Welt würde man eher eine WBS nehmen und in der agilen Welt wäre es vielleicht eher sowas wie ein Backlog. Nee. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir eben nicht agil sind. Wir haben einen Scope hier, der ist schon relativ klar definiert. Wie gesagt, Kanban ist per se nicht agil. Kanban ist nicht Projektmanagement und Kanban ist auch nicht agil oder Waterfall. Kanban ist eine Art und Weise, wie ich Arbeit sehe und wie ich Arbeit organisiere. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt einfach eine WBS, eine Scope Definition und eine WBS
Und was da rauskommt, dass diese Arbeit, die Durchführung dieser Arbeit, die organisieren wir jetzt mit Canva, ist das völlig okay, dann ist aber Canva nicht agil an der Stelle. Dann arbeitest du wirklich ganz traditionell und sagst, wir haben hier 100 Kärtchen produziert und diese 100 Kärtchen müssen jetzt einmal durchs System durchgezogen werden. Und wenn die 100 Kärtchen durch sind, dann sind wir fertig. Und ich kenne real auch wirklich Beispiele, wo Kanban in einem eben nicht agilen Kontext verwendet wird und wo von Anfang an klar ist, diese Arbeit muss getan werden und da gibt es auch keine Diskussion, da gibt es kein Verhandeln oder Optionen, die ich ziehen kann. Das muss getan werden und dann arbeite ich das einfach systematisch mit Kanban. Um nochmal auf den Punkt von vorhin zurückzukommen und was du auch sagst, mit dem, das sind die 100 Kärtchen und die müssen jetzt bearbeitet werden. Du hast, wenn du Kanban sinnvoll verwenden willst, immer einen sich wiederholenden Wertstrom. Ja. Egal auf welche Abstraktionsebene man auch hoch muss, damit er sich tatsächlich wiederholt. Aber im Kern ist wiederholende Arbeitsschritte immer wieder. Ja, also wahrscheinlich wird es irgendeinen Prozess dahinter geben. Der könnte jetzt vielleicht bei diesem Projekt so aussehen, dass du sagst, momentane Vorgehensweise aufnehmen, neue Prozess modellieren, neue Prozess der entsprechenden Fachabteilung vorstellen und sich Feedback holen, dann Feedback einarbeiten und anpassen, nochmal sauber dokumentieren und Abnahme. Und dann bist du halt einmal durchgelaufen, dann kannst du sagen, okay, diesen Teilschritt des Onboarding-Prozesses, den habe ich jetzt fix und damit kann ich jetzt weiterarbeiten. Das könnte zum Beispiel so ein Wertstrom sein. Es gibt aber eben auch noch die zweite Möglichkeit, das ist, was der Holger gesagt hat. Wir unterscheiden in Kanban zwischen Upstream- und Downstream-Kanban. Downstream-Kanban ist Dinge abarbeiten, die schon definiert sind, dass wir sie tun wollen. Upstream-Kanban ist, wie komme ich von einer Idee zu einer Sache, wo ich sage, okay, da will ich jetzt echt Zeit und Ressourcen rein investieren und das will ich tun. Und in diesem Upstream-Kanban, da können alle möglichen Sachen stattfinden. Komitees, Business Cases erstellen, Design Thinking, Design Sprints, Lean Startup Methoden, was auch immer. Du kannst da alles Mögliche anwenden, um eine Entscheidung zu treffen am Ende. Das will ich tun. Ja? Und du kannst ja diese Entscheidungen, sagen wir, eher konservativ treffen, indem halt das Ganze durch verschiedene Gremien und Komitees durchgeht und Business Cases erstellt werden. Du kannst es auch eher so lean, agile-ig machen, ne? Mit so Lean Startup, Design Thinking und ähnlichem. Ja? All das kannst du mit Kanban organisieren. Das heißt, Kanban ist sozusagen die Meta-Ebene, die all diese Techniken unter einen Hut bringt und in den Prozess abbildet. Und wenn eine Idee da einmal durchgelaufen ist und wir dann final die Entscheidung getroffen haben, ja, wollen wir machen, dann kannst du loslegen. Ja. Also, mal zu eurem Beispiel. Also auf dieses Beispiel kannst du natürlich Kanban anwenden. Aber das Beispiel, was ihr nehmt, ist halt jetzt ein sehr klassisches Projektmanagement-Beispiel. Ich sage jetzt nicht, dass du da Kanban nicht anwenden kannst, aber wäre für mich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das ideale Anwendungsszenario von Kanban. Also ich kann mir vorstellen, dass du Kanban in anderen Bereichen besser anwenden kannst jetzt als in diesem Beispiel, was ihr da... Mal angenommen, für dieses Beispiel ist man dann mal so weit, dass man meinetwegen irgendwie ein System implementieren will, dann könnte man dafür wieder genau Kanban verwenden, denn ich habe Features, die durch einen immer wieder gleichen Wertstrom durchfließen müssen und am Ende dann eben wieder zum Output, zum neuen System führen, zum neuen Feature-Release, wie auch immer. So. Dann wäre vielleicht meine Frage an euch, wenn ihr auch in Kanban Vorhaben, ich sage jetzt mal nicht Projekten, in Kanban Themen beratet, ist es dann so, dass solche Entscheidungen, so grundsätzliche Entscheidungen, wie agil wollen wir da jetzt rangehen, wie lean, agil oder eben klassisch oder auch nicht oder irgendwas dazwischen, sind solche Fragen dann meistens schon von vornherein beantwortet oder kommt ihr rein und beratet auch zu dieser Frage erstmal? Ja, also ich bin, wie gesagt, jetzt nicht so ein Hardcore-Agilist, der sagt, alles ist schlecht. Also ich glaube, es gibt alles, was Wasser macht, ist schlecht. Es gibt viele Szenarien, wo ich sagen würde, bitte nicht Scrum oder Kanban nehmen. Da gibt es wirklich erfolgreichere oder bessere Möglichkeiten. Ja? Und die sind auch gar nicht so selten, diese Anwendungsfälle. Ja? Also ich denke mal, aus meiner Sicht gehen die etwas zurück. Da gibt es weniger Nachfrage danach. Aber die sind immer noch absolut vorhanden. Ich würde zum Beispiel keine Industrieanlage mit Scrum aufbauen oder mit Kanban. Ich würde jetzt auch kein Umzug von einem Großkonzern in ein neues Bürogebäude so organisieren. Ja, ich hatte kürzlich Kontakt mit einem Forschungsreferenten von der Uni,
wo es darum geht, Anträge zu schreiben, wie Forschungsvorhaben finanziert werden. Auch da kommst du agil nicht weiter. Wenn dir jemand hier von staatlicher Stelle dir ein paar Millionen geben soll, die wollen natürlich einen Scope haben, die wollen, dass der Scope auch mal runtergebrochen und auf die Zeitachse gelegt wird und es ist ein Gantt-Chart gibt und so weiter dazu, da kommst du agil nicht weiter. Deswegen ist es für mich schon ein wesentlicher Punkt. Ja? Mhm. Der Punkt ist aber halt auch der und an der Stelle würde ich halt jetzt der Sonja widersprechen. Wir haben halt viele Szenarien, die nicht mehr, wo wir etwas tun, was vielleicht so ein bisschen in die Richtung Projekt geht, wo aber die Definition eines Projekts überhaupt nicht mehr darauf anwendbar ist, nämlich festgelegter Start- und Endpunkt, Ressourcen, die darauf angewendet werden, klar definierter Scope und so weiter. Denkt mal an solche Themen wie Apps entwickeln oder so. Da gibt es keinen Start und Ende. Das ist ein fortlaufender Prozess. WhatsApp hört ja jetzt nicht irgendwie auf, weil wir jetzt die Version gelauncht haben und jetzt ziehen wir es zurück. Das sind ja fortlaufende Themen. Da kommst du mit einer klassischen Projektdefinition nicht mehr weiter. Und auch das Thema Ressourcen. In allen Bereichen, wo IT im Spiel ist, würde ich mal sagen, sind Ressourcen ein absolut untergeordnetes Thema. Weil im Grunde genommen Ressourcenmanagement häufig, wenn du jetzt mal auf Scrum oder so beziehst, ja, wie sieht denn das aus? Ich meine, du hast da 8 Leute in einem Entwicklungsteam, Entwickler da sitzen und die bekommen halt ein monatliches Gehalt und die Hardware und so weiter, was du da verwendest, das sind ja in allermeisten Fällen Peanuts. Ich will nicht sagen, dass es immer so ist. Aber in den allermeisten Fällen ist ja Ressourcenmanagement in so einem agilen Umfeld extrem simpel, weil wir arbeiten ja häufig gar nicht mit Hardware. Auch bei Kanban ist ja so, wir arbeiten ja im Bereich des Wissens, der Wissensarbeit. Das heißt, ich spreche ja nicht von Industrie-Kanban, wo wirklich physische Werkstücke verwendet werden. Deswegen das Thema Ressourcenmanagement ist eigentlich im agilen Kontext häufig völlig irrelevant. Ja, weil du einfach nur fixe Kosten hast für Gehälter. Also deswegen, viele Dinge funktionieren da jetzt nicht mehr so mit dem klassischen Projektbegriff. Wir haben häufig keinen Start und kein Ende. Wir haben keine wirklich komplexe Ressourcensituation mehr, die wir irgendwie managen müssten. Ja? Und wir haben auch keinen festgelegten Scope mehr. Und deswegen haben solche Tätigkeiten aus meiner Sicht jetzt auch nicht diesen klassischen Projektcharakter. Ja. Das ist aber auch der Unterschied, gell? Also von der Unterscheidung her. Also ich sehe auch hier wieder kein exklusives Oder, sondern ein Und. Also es gibt Projekte, die genau dem obliegen, was Sonja beschrieben hat. Mhm, ja. Prügel mich für meine Aussage. Ich würde sagen, das wird es immer geben, ja. Weil diese Anhaftung der Einmaligkeit, ich brauche es nur für diesen Zweck und dann, danach ist es dann halt, was heißt egal, aber dann geht es eine Wartungsphase oder dann ist der Job getan. Und dann gibt es halt kontinuierliche Produktentwicklung, wo auch Scrum zum Beispiel ja halt ein Vertreter, sage ich jetzt mal, halt ist, der dafür, sage ich jetzt mal, und ja auch nur dafür grundsätzlich erstmal ausgerichtet ist. Was sind denn ja wieder für Projekte halt ein bisschen schwerhängig halt. Was ja, wie du es ja wunderbar beschrieben hast, sehr, sehr perspektiv in einigen Bereichen halt ist. Und dann halt abgebrochen werden muss, wenn man es halt da einbringen möchte. Ich würde nicht sagen, das ist das agil oder nicht, sondern habe ich ein Projekt oder habe ich halt ein durchgängiges Produkt oder einen Servicecharakter? So, das würde ich sagen. Und das kann ich so oder so gehen. Ja. Entschuldigung, Matthias. Ja, Matthias, mach du. Irgendwie hören wir dich nicht aus dem Grund, weil angemutet bist du. Nee, wir hören dich nicht. Also ich höre dich nicht. Alle anderen. Matthias, wir hören dich nicht. Ich höre ihn auch nicht. Headset aus. Jetzt schau nochmal unten links bei den Mikroeinstellungen, ob das wirklich immer noch nicht. Auf den Pfeil mal klicken und gucken, ob das richtige Mikrofon eingestellt ist. Wenn es per Bluetooth connected ist, vielleicht war es auch schon zu lange. Nicht connected. Und ein Killer-Tipp, einmal hochklappen, wenn das so eins ist. Einmal hochklappen. Und wieder runterklappen hilft auch oft. Ja? Aha. Hallo? Ja! Ja! Holger, der Troubleshooter. Das ist ein alter Gamer-Trick, Holger. Sorry.
Ich wollte eigentlich nur sagen, ich fände es total klasse, versuchen, in dem Schema zu bleiben, auch wenn das jetzt ein bisschen anstrengend ist. Und ich wollte jetzt doch nochmal einen Versuch starten. Also ich habe jetzt irgendwie mitgenommen, dass damit es Kanban-fähig ist, eben vielleicht eventuell also die Aufgaben, die da reinfließen, die man sich dann pullen kann, dass die eben diese Anforderungen erfüllen müssen, dass sie in den Wertstrom passen, ja, also oder dass sie bestimmte Gates durchlaufen müssen. Und dann müssen sie ja schon irgendwie eine Definition haben, ne, wann sind sie fertig und welche Voraussetzungen müssen sie haben, damit sie dort als pullable, als ziehable reinfließen können, ne, sowas in der Art. Und ich finde, bei den Human Resources, das ist ja auch nicht, ne, also die Leute müssen ja schon qualifiziert sein dann und die Befähigung haben, diese Dinge zu erledigen. Also ich glaube schon, dass man das in das Thema reinbringen kann. Und ich finde jetzt auch interessant, die Diskussion, wenn man weitergehen würde, was passiert denn mit der Zeit? Was ist, wenn man unendlich braucht? Gibt es da irgendwas, dass das aufhält? Was passiert, wenn es unendlich kostet? Gibt es da irgendwas, was da uns hilft, das zu managen? Also ich glaube, also ich weiß, das ist jetzt anspruchsvoll, aber ich finde es total spannend. Genau, so war es auch gedacht. Weil es dann auch irgendwie vergleichbar ist. Ja. Kurz vielleicht zu den Ressourcen, bevor wir zu den anderen Themen gehen, habe ich noch mitgenommen vorhin auch, und so kenne ich Kanban auch, Kanban gibt keine Rollen vor, correct me if I'm wrong, aber die Rollen, die wir schon haben im Projekt, können quasi beibehalten werden. Es gibt vielleicht aber, ja, weiß ich nicht, Empfehlungen, bestimmte Leute, die man haben sollte, wenn man jetzt schon mit Kanban arbeitet, auch wenn es vielleicht nicht ganz geeignet ist, unser Vorhaben. Sollten also wir bestimmte Rollen einführen? Oder als gar pragmatischen nicht? Ansatz, wirklich als ganz pragmatischen Ansatz. Keine Rollen einführen, einfach mal anfangen. So, gerade in dem Beispiel jetzt, da wird irgendein Personalleiter oder keine Ahnung, Gruppenleiter da, Weiterbildung oder was weiß ich was, wird da beauftragt sein, Projektauftrag. So, wie gehe ich an die Sache ran? Keine Ahnung. Wer meinst du das da vorher? Oder wie viele Menschen brauche ich dazu? Keine Ahnung. Könnte ich jetzt orakeln irgendwie? So. Und wenn wir jetzt einfach mal das vom Scoping, ja, das stehen ja auch Sachen da, die das Scoping gar nicht so wesentlich betreffen. Aber jetzt haben wir schon wegen so einen roten Faden geknüpft. Ja. Da gibt es einen Menschen, der hat ein Thema. Dann holt er sich noch so 2, 3 Experten, mit denen er vielleicht schon mal zusammen gearbeitet hat in dem Kontext. Oder Kolleginnen, Kollegen, ja. So, und so kratzt man sich langsam an das Thema ran. Und wenn man dann an dem Status ist, wo man sagt, okay, jetzt haben wir schon mal eine grobe Vorstellung von, was tun wir im Projekt, also was ist die Arbeit und wie werden wir das tun, dann fangen wir an. Also die Ressourcenfrage habe ich da an der Stelle erstmal noch gar nicht gestellt, sondern wenn ich dann merke, in dem Prozess an der Stelle hakt, da habe ich eine Unterbrechung, da geht es gerade nicht weiter. Dann kann ich mir die Frage stellen, diese Meaningful Conversation, warum ist das denn da so? Ja, weil da brauchen wir Feedback vom Fachbereich und das kriegen wir immer erst 2, 3 Wochen später. Das ist immer total blöd, oder 2, 3 Tage, wir bräuchten es aber 2, 3 Stunden später. Und dann eröffnet mir das genau die Möglichkeit zu überlegen, was mache ich jetzt, wie gehe ich mit diesem Problem um? Ja, ey, Fachbereich, gehe ich doch jeden Mittag da mit Michael essen. Den quatsche ich einfach mal an. So, dann quatsche ich ihn Michael an. Du, schau mal hin, da sieht so aus, da kommt es öfter zu Unterbrechungen. Deswegen haben wir da an der Stelle den Pain, wir brauchen dir irgendwie deine Hilfe, so. Und so kann man eben bedarfsorientiert gucken, inwieweit brauche ich weitere Menschen dazu, um den Wertstrom, den ich da habe, stabil zu halten oder überhaupt erstmal ordentlich auf ordentliche Beine zu stellen. Und da kann ich mich auch hin iterieren. Andererseits, wenn ich ein großes Projektvorhaben habe, dann weiß ich vielleicht schon viele Dinge. Also bei unserer Datenschutzgrundverordnung, da wussten wir schon viele Bereiche, die da mitspielen wollten. So, die haben wir alle geholt und gesagt, so guck mal, hier Gesetz und haben wir schon ein bisschen was abgeleitet, so ein Backlog-Leiter irgendwie befüllt. So, und jetzt brauchen wir Leute von dir. Was glaubst du denn, wie viel sinnvoll sind? Und dann haben wir mit denen verhandelt. Ja, von uns brauchst du keinen, das macht alles ihr bei Bedarf, fragt euch. Na, so können wir jetzt nie an das Projekt rangehen, ja. Genau, und dann hat man an dem konkreten Fall, an dem konkreten Objekt, um das es gerade geht, hat man diskutieren können. Und zu einer Lösung hin diskutieren. Und die probieren wir dann aus. Und wenn wir dann sehen, wir sind zu langsam, waren wir an einer Stelle, wir waren signifikant zu langsam. Wir hatten 2 Jahre Projektzeit und wir konnten hochrechnen, wenn da nicht Schwung drin steht, dann schaffen wir ein Drittel von dem, was zu schaffen ist. Da müssen wir was ändern. So. Und wenn dann
die Ressourcenfrage da aufkommt oder die prozessuale Frage, dann ist es an der Stelle so. Ja? Also es gibt keine Kanban-Weisheit, die sagt, ans Thema Ressourcenplanung gehst du so ran. Also immer, du fängst an, erkennst Schwachstellen in deinem Prozessablauf und kannst dir die Frage stellen, woran liegt es. Wenn es an den Ressourcen liegt, an der Stelle, dann kannst du es adressieren. Okay, dann hätte ich vielleicht noch eine eventuell sogar ein bisschen provokante Frage, weiß ich nicht, die wahrscheinlich auch nicht in Kanban nach Buch beantwortet werden kann, aber eure Meinung würde mich interessieren. Braucht man einen, wenn man jetzt mit Kanban anfangen möchte, braucht man einen Menschen, der sich mit Kanban gut auskennt oder kriegt man es auch so hin? Provokante Fragen immer an den Jörg. Also ich sage mal zwei Punkte. Beim zweiten Punkt beantworte ich dann deine Frage. Der erste Punkt ist der, auch wieder so eine Deming-Aussage. Ja? Die allermeisten Probleme, die in einem Unternehmen auftauchen, sind nicht durch Menschen provoziert, sondern durch schlechte Systeme. Und das ist auch so eine Kanban-Grundannahme. Nicht Menschen sind schlecht, sondern Systeme sind schlecht. Ja? Und deswegen ist das so, dass wir in Kanban gar nicht so sehr auf dieses Thema Human Resources gucken, sondern wir analysieren eher, wo ist denn der Prozess einfach schlecht gestaltet. Ja? Deswegen ist das Thema Human Resources, sehen wir einfach durch eine komplett andere Brille. Ja? Und wenn du reale Probleme in einem Unternehmen analysierst, siehst du halt häufig, dass es nicht an Menschen liegt, sondern dass es an einer schlechten Organisation der Arbeit liegt. Ja? So. Das ist mal das eine. Also nicht Menschen sind die Ursache der Probleme, sondern schlechte Organisationen, schlechte Prozesse, schlechte Herangehensweisen sind die Probleme. Das ist mal das eine. Das zweite ist, gibt es Rollen in Kanban? Ja, in Kanban kann man Rollen verwenden. Es gibt zwei Rollen, die so später zu Kanban hinzugefügt worden sind. Und das ist der Service Delivery Manager und der Service Demand Manager. Ganz wichtig ist zu betonen, dass diese Rollen nicht verwendet werden müssen. Du kannst die verwenden, wenn du willst. Was macht der Service Demand Manager? Das ist im allerweitesten Sinn sowas Ähnliches, vielleicht wie ein Product Owner. Also jemand, der sich überlegt, welche Dinge sollen wir tun, also nicht wie sollen wir die Dinge tun, sondern was sollen wir tun, ja, also die richtigen Dinge tun. Und dann gibt es den Service Delivery Manager. Moment, kurz, Chris, Entschuldigung für die Unterbrechung, Chris, das war der Demand Manager. Ja, also der Demand Manager, würde ich sagen, im weitesten Sinne wie ein Product Owner, die richtigen Dinge tun. Und dann gibt es den Service Delivery Manager, die Dinge richtig tun. Den bezeichnen dann manche Teams, bezeichnen den auch als Flowmaster. Ja? So. Das ist so derjenige, der sozusagen hilft, das Kanban-System zu betreiben. Nochmal ganz wichtig, wir sind nicht perspektiv in Kanban. Wenn du das verwenden willst, wenn dir das hilft, diese Rollen, wenn du sagst, unser Kanban-System hängt irgendwo, wir kommen nicht weiter, weil wir keine Rollen haben, dann kannst du die verwenden, aber es ist nicht Pflicht, die zu verwenden. Ja? Mhm. Und ich denke mal, super, schon mal vielen Dank. Ich denke auch genauso wie in Scrum, es ist keine Berufsbezeichnung wahrscheinlich für die Visitenkarte unbedingt, kann man vielleicht, muss aber nicht, sondern es ist wichtig, dass jemand vielleicht auch mit einem anderen Jobtitel einfach die Rolle wahrnimmt. Ne? Ja, also das ist der große Unterschied zu Scrum. Wir haben diese Rollen nicht formalisiert. Es gibt jetzt auch nicht irgendwie eine Zertifizierung für den Flowmaster oder für den Service Demand Manager oder sowas. Das gibt es nicht. Ja? Und jetzt, um zu einer Frage zu kommen, brauche ich da jemanden? Also meine persönliche Erfahrung ist die, dass der Flowmaster oder der Service Delivery Manager sich eigentlich immer von selber rauskristallisiert. Weil wenn du irgendwo in eine Firma reingehst und führst Kanban ein, dann hast du Leute, die sagen, nee, ist alles blöd, finde ich per se schwachsinnig. Dann hast du Leute, die sagen, ich schaue mir das mal an, ich bin da neutral. Und du hast ein paar Leute, die sind total begeistert und sagen, wow, darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet, finde ich super cool, ich möchte da das Ding voranbringen. Und das sind die, die sich eigentlich von selber herauskristallisieren. Also das sehe ich jedenfalls so in der Praxis häufig, dass es einfach Leute gibt, die da richtig Bock drauf haben und die machen das dann. Mhm. Den brauche ich nicht ernennen oder raussuchen, die kristallisieren sich häufig von alleine raus. So ein bisschen organisch. Ja. Schöne Sache. Gut. Matthias, einfach losprobbeln.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu den Human Resources. Also einmal, ich könnte mir vorstellen, dass Qualifikation doch eine große Rolle spielt, wenn ich Kanban machen will. Dass auch, dass die Leute ganz in unterschiedlichen Sachen qualifiziert sind, damit das Pull-System richtig funktioniert, dass es immer im Fluss ist. Deswegen wundert mich das jetzt, dass das irgendwie so durchkommt, Human Resources würde gar keine Rolle spielen. Und dann auch, jetzt wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, also was ihr vorher gesagt habt, vielleicht in vielen Wertflüssen spielen auch Genehmigungen eine große Rolle. Ja, also jetzt gerade, und auch da könnte ich mir vorstellen, dass Human Resources irgendwie wichtig ist. Oder überschätze ich das? Oder, nee, Matthias, oder ist das total. Es ist halt kein Kanban-Thema. Also ja. Ich sage jetzt nicht, zieh die maximal querulantischsten und unfähigsten Menschen des ganzen Unternehmens zusammen und setze die in ein Team und nenne das Kanban-Team. Das ist wahrscheinlich die richtige Personalpolitik, ja. Aber es ist einfach kein Kanban-Thema, sich darüber Gedanken zu machen, wer ist qualifiziert, wer muss es tun und welche Verantwortung hat er. Nochmal, Kanban geht darum, Arbeit zu organisieren. Und die Menschen, die das tun, wenn du jetzt ein Team zusammenstellst, dann muss es natürlich bestimmten Kriterien entsprechen. Aber ob du jetzt klassisches Projektmanagement oder PRINCE2, PMI oder gar keine Methode oder sonst was verwendest, immer wenn du Teams zusammenstellst, wirst du dich ja unter bestimmten Kriterien und Gesichtspunkten tun. Und so tust du es halt auch in Kanban. Aber Kanban hat jetzt da keine spezielle Philosophie und sagt, das muss genau so sein. Das Einzige, was aus Kanban-Sicht jetzt vielleicht wichtig wäre, um den Fluss wieder zu managen, wäre, dass du keine Kopfmonopole entstehen lässt, dass zum Beispiel ein Prozessschritt nur von einer Person gemacht werden kann und wenn diese Person mal ausfällt, dann bricht dein ganzer Wertstrom zusammen. Das wäre natürlich jetzt nicht so clever, ja. Also dieses Thema, was so ein Lieblingsthema vom Holger ist, so Pairing, im Team arbeiten und so weiter, das ist natürlich aus Kanban-Sicht wichtig, um einfach Risiken zu minimieren. Aber das ist, glaube ich, in jeder agilen Methode irgendwo vorhanden. Diese Cross-Funktionalität, Wissensaustausch, keine Kopfmonopole entstehen lassen, das findest du in Scrum auch. Das ist kein typisches Kanban-Thema, aber ist natürlich wichtig. Also im Endeffekt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist, also Kanban ist nicht präskriptiv, schreibt dir das nicht vor. Aber natürlich sind diese Aufgaben da, genauso wie Scrum vielleicht relativ wenig Aussagen zu Terminplänen liefert, hast du trotzdem die Aufgabe, dich damit zu beschäftigen. Und genauso ist das wahrscheinlich mit den Ressourcen. Also, es ist ein schöner. Das hindert dich aber auch nicht so nebenbei. Genau. Nee, dann nennen wir das ja ergänzende Praktiken, ja? Wenn ihr euch mal den Scrum-Guide durchliest, da werdet ihr wenige Dinge drin finden. Ne? Deswegen ist es ja auch das Framework. Es macht aber trotzdem Sinn, wenn ich ein Product Owner bin, schon mal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Ja, mit welchem Tool, mit welcher Methode auch immer. Mache ich eine Roadmap, mache ich das über ein User Story Mapping und. Also es gibt viele ergänzende Praktiken, die werdet ihr im Scrum Guide nicht finden. Und auch das Thema Ressourcenausstattung von einem Scrum Projekt, um hier Passwörter rauszuhauen, ja. Jan, nicht werfen, ja. Das findet ihr im Scrum Guide nicht. Natürlich müsst ihr das tun. Die Frage ist immer nur, wie komme ich da hin? Und Kanban legt eben den Fokus auf den Fluss der Arbeit. Und wenn ich sehe, da ist eine Störung, dann kümmere ich mich um die Störung. Und wenn die Störung zu wenig Menschen sind, dann ist es so. Dann will ich mich darum kümmern. Wenn die Störung Kopfmonopole sind, dann ist es so. Dann kümmere ich mich darum. Und wenn die Störung, Dysfunktionen sind, wenn die sich da ständig immer nur hauen und streiten und sonst was, dann wird es dadurch auch transparent, weil ich mich einfach auf den Fluss der Arbeit konzentriere. Kanban beschreibt es nicht. So. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, um Gottes Willen. Kanban hilft euch dabei, das zu identifizieren, wo gerade euer Pain ist und das dann zu beackern. Wo auch immer der ist. Kann auch sein, zu wenig Cross-Funktionalität. Also um Chris Punkt dann nochmal aufzugreifen, mit der Zeit weiterzumachen. Ja, also im Endeffekt starte ich da irgendwann, also ich sage jetzt mal, irgendwann habe ich meinen initialen Value Stream, wie auch immer der zustande gekommen ist. Und ich sage mal, das ist noch relativ unabhängig, was die Zeit angeht. Oder auch da trifft, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, Kanban ja keine Aussage, wie lang das da durchlaufen kann oder muss und wann dann alles durchgelaufen ist.
Aber ich habe den Anspruch, das dann im Laufe des Prozesses natürlich weiter zu optimieren, also an diesem Value Stream, an diesem Wertstrom zu arbeiten. Also ich würde jetzt noch mal kurz, gerne einen Aspekt, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich sehe eigentlich schon, dass natürlich so ein Kanban-System, wenn das gut funktioniert, ist eine extrem effektive und effiziente Maschine. Und aus meiner Sicht bedeutet das irgendwie, dass am Anfang, wenn die Sachen reinkommen, extrem viel geklärt sein muss. Da müssen wirklich die Pakete die richtige Größe haben und die müssen richtig definiert sein und so weiter. Und dann im Doing muss relativ viel vorbereitet sein, damit wirklich viele Leute ziehen können und das dann so richtig flutscht. Ja, die müssen richtig qualifiziert sein. Die Werkzeuge müssen alle auf Trab sein. Ne? Und auch, dass die Sachen dann aus dem Weg kommen, also auch bei der Abnahme muss eigentlich alles ziemlich optimiert sein. Und ich glaube, die Kunst besteht eigentlich bei Kanban. Kanban an selber klingt ja relativ simpel. Ja? Also da wird irgendwie bereitgestellt, man zieht rein und haut es raus. Deswegen ist es auch sehr effizient. Aber damit diese Maschine funktioniert, muss eben alles vorne super duper stimmen und in der Mitte gut stimmen. Und das macht es eigentlich so anspruchsvoll. Also das klingt jetzt so total simpel, also, aber eigentlich ist es sehr anspruchsvoll. Ich würde das... Also wenn ich das als Zielbeschreibung verstehe, dann glaube ich, würde ich das unterstreichen, was du beschreibst. Da will ich mal hinkommen. Aber es würde mich jetzt nicht davon abhalten, mit so einem System zu starten. Dass das am Anfang genau nicht so flüssig läuft, da muss ich mich ja hinentwickeln, da muss ich was tun, da muss ich an meinem Wertstrom arbeiten, da muss ich genau diese, wie Holger vorhin gesagt hat, diese Probleme ständig aus dem Weg räumen, mich fragen, was ist die nächste Limitation, an die ich ran muss, um genau dann irgendwann mal diesen Zielzustand zu erreichen, dass die Paketgröße passt, dass mein Prozess tatsächlich optimal dadurch flutscht, dass ich keine Lean Wastes habe, die irgendwo auf dem Weg sich ansammeln können und Ähnliches. Also das wäre mein Bild dazu. Hey, Matthias hat das schon sehr zusammengefasst gerade. Du solltest im Kanban-System nur Arbeit starten, wenn du auch sicher weißt, dass du sie fertig machen kannst. Ja? Also wenn die Gegebenheiten nicht vorhanden sind, das heißt, die Ressourcen sind nicht da oder die Arbeit ist noch nicht ausreichend verstanden und geschrieben oder es gibt vielleicht auch gar keinen Abnehmer gerade für die Arbeit, dann solltest du die auch nicht starten. Also du kannst in Kanban auch mit der Definition of Ready natürlich deswegen sehr, sehr gerne arbeiten. Und im Kanban ist ja ein ganz wichtiger Aspekt eines Kanban-Systems, ist der sogenannte Commitment Point. Das heißt, alles, was vor dem Commitment Point ist, sind Optionen. Die kann ich machen, muss ich aber nicht machen. Aber wenn ich über den Commitment Point drüber rutsche und die Arbeit in meinem System ist, dann sollte ich mir auch wirklich sicher sein, dass ich sie fertig machen will und fertig machen kann. Ich finde die Diskussion gerade ein bisschen zu methodisch, ehrlich gesagt. Also, dass das jetzt von mir kommt, wird einige wundern, ja, weil mir begriffliche Klarheit immer wichtig ist. Aber eigentlich wollen wir doch jetzt mit Kanban, die Frage, die wir haben, ist nicht, ist Kanban jetzt die perfekte Projektmanagement-Methode, sondern die Frage ist für mich, kann mir Kanban irgendwie helfen, ein paar Themen in meinen Projekten besser zu bearbeiten? So, und was brauche ich denn da? Und ob ich jetzt ein perfektes Work-Breakdown-Structure habe oder ein perfektes Backlog, das ist mir eigentlich egal. So, wenn ich jetzt auf die Grundideen von Kanban gucke, ja, dann frage ich mich, wissen eigentlich alle Projektmanager, wo gerade ihre Tätigkeiten liegen? Und dann denke ich, so klassischerweise geht dann jemand seinen Gantt-Chart durch und versucht irgendwie herauszufinden, wo er ist. Dann würde ich sagen, guck mal hier, mach doch auf dem Board, da kannst du so ein bisschen den Überblick verschaffen, wo welche Arbeitspakete gerade liegen. Dann haben wir doch das Problem ganz oft, dass zu wenig Leute zu viel gleichzeitig tun müssen. Das heißt, es wird zu viel Arbeit reingepusht und das Zeug wird nicht fertig. Und die Leute, die Arbeit machen wollen, sind ein bisschen überfordert. So, da könnten wir jetzt auch sagen, okay, wir nehmen einfach nicht mehr als 3 offene Punkte jetzt aufs Board und erst wenn einer davon bearbeitet ist, ziehen wir uns den nächsten wieder rein. So, also ich würde die Frage schon bejahen. Ich würde schon sagen, mit Kanban können wir bestimmte Teile unserer Projektarbeit deutlich vereinfachen, weil wir das sehen, weil wir uns mit dem Projektteam vor dem Board versammeln können und sagen, hey, wenn wir jetzt die Woche planen, was nehmen wir denn rein? Was ist denn so weit, dass wir uns drum kümmern können? Und vielleicht auch am Ende der Woche wieder ein bisschen aufräumen und sagen, okay, was haben wir denn jetzt gelernt? Wie lange sind jetzt diese Tätigkeiten unterwegs gewesen? Wenn wir jetzt nochmal solche Tätigkeiten haben, können wir das eigentlich als Planungshilfe benutzen? Wie lange ist das unterwegs? Wie viel kostet das? Also das ist einfach
Zum einen ist es eine Ergänzung, zum anderen ist es einfach auch eine Erleichterung der Tätigkeiten. So, und wenn jemand jetzt fragen würde, kann mit Kanban helfen, meine Projekte zu machen, würde ich sagen, ja, das kann dir an bestimmten Dingen ganz gut helfen. Und wenn mich jemand fragt, kannst du mit PMI Projekte machen, würde ich auch sagen, ja, da gibt es nämlich ein paar Themen, die du im Blick haben solltest. Und wenn jemand sagt, kannst du mit V-Modell Projekte machen, würde ich sagen, ja, kannst du auch was mitmachen. So, und ich glaube, wir sollten, ich fände es jetzt halt schön, wenn wir nochmal vielleicht auf die Elemente gucken, wo wir sagen, ja, das hilft uns jetzt vielleicht, da gibt es Sachen, die uns helfen in den Projekten und weniger jetzt auf die Methoden, die methodischen Punkte gehen. Okay, das heißt, vielen Dank für die Überleitung. Das heißt, wenn wir nochmal auf das Excel gucken und wo Chris gerade dran ist, sind wir in der Spalte Zeit. Vielleicht ein Problem kommt ja daher, dass, oder Problem, Herausforderung jetzt gerade in der Diskussion, das kann man eigentlich immer sagt, ja, kommt drauf an, machen wir keine Vorgaben. Also wir müssen so ein bisschen uns da auch orientieren, wie wir am besten arbeiten. Würdet ihr jetzt zum Beispiel bei der Zeit vorschlagen, dass wir mit Iterationen arbeiten oder dass wir fortlaufend arbeiten oder sagt ihr, egal. Ich weiß, dass es aus Kanban-Sicht beides geht, quasi abzudecken, aber was würdet ihr jetzt sagen, wenn wir jetzt hier den Zeitfaktor angucken? Setzen wir Iterationen auf oder gibt es noch andere Dinge, die im Bereich Zeitmanagement aus Kanban-Sicht gerne erwähnen würdet? Ja, es gibt einen ganz entscheidenden Punkt und das ist, dass du vorhersagbar lieferst. Das ist das alles Entscheidende. In dem Moment, wo ich mit einem Pull-System arbeite, wo ich Blocker manage, versuche ich möglichst eine gleichförmige und vorhersagbare Lieferung zu erzeugen. Das ist ein absolut zentraler Punkt, Vorhersagbarkeit erzeugen. Weil Vorhersagbarkeit sich stark komplexitätsreduzierend auswirkt. Mhm. Das heißt auch, wenn ich jetzt nicht mit Iterationen unbedingt das Ganze aufsetze oder erstmal als fortlaufendes quasi Abarbeitungssystem meiner Arbeitspakete oder meines Backlogs, egal, dann würde ich jetzt hier in unserem Beispielprojekt sagen, wir gucken uns dann ein neues Thema an, wenn wir dafür Kappa frei haben. Stimmt's? Ja, also wir pullen natürlich nur dann Sachen, wenn wir Kapazität haben. Ne? Mhm. Das ist hier, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also mit dem Thema Iteration kann ich jetzt nicht so anfangen, weil wir haben in Kanban jetzt, du kannst natürlich mit Kadenzen arbeiten oder mit Iterationen, aber eigentlich haben wir das nicht. Ne? Also ja, das ist doch genau die Antwort. Aus. Also das alles Entscheidende ist, Kanban arbeitet halt sehr stark Metriken getrieben. Ja? Wir versuchen also wirklich zu verstehen, wie viel Kapazität haben wir? Wie schnell läuft die Arbeit durch unser System durch? Kanban ist wirklich sehr, sehr datengetrieben. Wir verwenden typischerweise Runcharts, CFDs. Wir verwenden Histogramme. Wir analysieren alle möglichen Dinge, ja, um einfach die Vorhersagbarkeit, die Gleichförmigkeit der Auslieferung zu verbessern. Und wir terminieren aber Dinge nicht mit festen Terminen. Sondern wir versuchen immer dann, wenn Kapazität ist, was ins System zu ziehen und das so schnell wie möglich fertig zu machen. Ja. Du kannst natürlich auch feste Termine vergeben, du solltest es aber nicht übertreiben damit, weil wenn du in dem Kanban-System die allermeisten Aufgaben wieder reingehen, einen festen Termin haben, dann hast du kein Pull-System mehr, sondern ein Push-System. Ja, weil dann musst du ja irgendwann die Karte ins System reindrücken, weil jetzt muss sie ja fertig sein, jetzt ist ja die Deadline kommt jetzt näher. Also das machen wir nicht in Kanban, sondern wir vergeben nur dann wirklich fixe Termine, wenn es einen Impact of Delay gibt. Das heißt also, wenn wirklich ein Problem dadurch entsteht, das auch wirklich einen gewissen Einfluss hat, also zum Beispiel Kosten produziert oder ähnliches, dann würden wir das tun. Aber ansonsten, ich meine, in vielen Firmen ist ja so, dass Daten einfach, oder also Fixdaten oder Endtermine einfach dadurch entstehen, dass halt irgendeiner sagt, da schreibe ich halt mal ein Datum drauf. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das Datum auch wirklich eingehalten werden muss und dass das irgendeine Bedeutung hat. Ja? Und das würde ich in Kanban nicht tun. Nur weil da irgendein Fuzzi jetzt ein Datum drauf schreibt, ist es für mich kein Fixed-Date-Ticket, sondern es ist halt nur dann ein Fixed-Date-Ticket, wenn es wirklich irgendwie Konventionalstrafe oder Reputationsverlust oder ähnliches. Ansonsten der größte Anteil der Arbeit sollte ohne ein fixes Datum sein und durch das System fließen. Das heißt, wenn jetzt unser unser HR-Vorgesetzter kommt und sagt, ist mir gerade ganz egal, an was ihr alles arbeitet, ich habe hier ein Thema, das muss jetzt sofort erledigt werden von euch. Ja. Im Rahmen dieses Projekts. Hat eine Möglichkeit. Das sind die Serviceklassen, die ich vorhin erwähnt habe. Das sind vier Serviceklassen.
Und die können vier verschiedene Szenarien an Dringlichkeit abbilden. Mhm. Da haben wir jetzt schon einiges. Ich habe gerade irgendjemand ins Wort Genau. Gibt es aber beim klassischen Kanban-Board nicht doch eine, ich sag mal, eine zeitliche Einschätzung? Auch wenn es ein Pull-Prinzip ist? Trotzdem eine zeitliche Einschätzung zu haben? Also ein Zeitfaktor ist schon da. Also ich habe jetzt vier, fünf Backlogs oder Themen, die jedes Thema, das eine braucht irgendwie einen Tag, das nächste braucht einen halben Tag, etc. Das eventuell schon, um dann sagen zu können, aus einem Tag, wenn wir zu zweiter arbeiten, wird fett nur einen halben Tag draus, um das dann zu beeinflussen teilweise, wie ich den Flaschenhals habe. Das ja, also absolut. Wie gesagt, Kanban-Systeme zielen darauf ab, Arbeit fließen zu lassen. Welchen konstanten Arbeitsfluss habe ich durch Vorhersagbarkeit? Ja. Vorhersagbarkeit ist aus Kanban-Sicht ein Wert an sich, den man gar nicht zu stark betonen kann. Das ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Ich erwähne vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel, wo sofort klar wird, was Vorhersagbarkeit bedeutet. Nehmen wir mal an, du arbeitest mit zwei Menschen zusammen. Der Mensch A, der antwortet dir auf E-Mails innerhalb von 2 Minuten. Manchmal braucht er auch eine Stunde, ja? Manchmal braucht er einen Tag, manchmal dauert es auch eine Woche und wenn er keine Lust drauf hat, dauert es einen Monat und manchmal antwortet er auch gar nichts und dann musst du nachfassen. Und jetzt hast du einen Menschen B. Und der Mensch B, der schaut sich nur einmal am Tag seine Inbox an und dann antwortet er drauf am nächsten Tag. Das heißt, er braucht immer 36 Stunden, um dir auf eine E-Mail zu antworten. Aber er funktioniert wie ein Uhrwerk. Nach 36 Stunden hast du immer eine Antwort. Aber du kommst von ihm nie in 5 Minuten oder einer Stunde eine Antwort. Okay? So, jetzt frage ich dich, möchtest du lieber mit Mensch A oder mit B zusammenarbeiten? Wahrscheinlich die allermeisten Leute würden sagen, mit B. Wenn ich irgendwas dringend brauche, muss ich mich zwar disziplinieren und rechtzeitig kommen, da kann ich nicht darauf hoffen, dass der mir dann in 5 Minuten antwortet, aber der Mensch B ist total prognostizierbar in seinem Verhalten. Und genau dieses Verhalten wollen wir mit Kanban-Systemen abbilden. Weil wenn ich nämlich in einer komplexen Organisation mit vielen Querverbindungen und vielen Abhängigkeiten arbeite, dann ist Vorhersagbarkeit an sich ein Wert, weil es mir massiv die Komplexität reduziert. Weil ich ja, kennen wahrscheinlich viele von euch, du musst immer, je komplexer der Großkonzern ist, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass irgendwo eine Arbeit komplett aus dem Rahmen fällt, weil sie ist gar nicht schwer zu tun und kann eigentlich sehr schnell gemacht werden, aber irgendwo gibt es jemanden in dem Unternehmen, der gerade seine Unterschrift nicht draufsetzt oder im Urlaub ist oder so und dann liegt das Ding erst mal 5 Wochen rum. Und genau das ist, was wir in Kanban erreichen wollen. Wir wollen Vorhersagbarkeit haben. Das ist ähnlich wie im Shopfloor, also physisch Kanban-Karten ist das auch so. Es ist eine Vorhersagbarkeit da durch Rahmenbedingungen und Parameter, die man einstellt. Absolut. Also Olga sagt es jetzt gerade, ne, mit Perzentilen, du hast natürlich nie absolute Sicherheit. Du würdest halt wahrscheinlich mit SLAs arbeiten, mit Perzentilen arbeiten. Aber es ist ja auch nicht gar nicht erforderlich, dass du eine perfekte Lösung hast. Kein System der Welt wird dir eine perfekte Lösung finden. Aber wenn du halt sagst, typischerweise durchläuft hier mein System das Kärtchen in 10 Tagen, dann ist es halt ein Wert an sich, ne, diese Vorhersagbarkeit. Weil dann können andere Menschen wieder sich auf dich verlassen und können auf Basis deiner Arbeit dann weiterplanen und weiterarbeiten. Vielleicht oute ich mich ja jetzt total, aber was ist eine Perzentilen? Das ist eine prozentuale Abbildung. Du kannst das ganz einfach vorstellen. Wenn du einen gewissen Beobachtungszeitraum hast, beobachtest du die Tickets, also die Arbeit, ja, nennt man Kanban-Tickets, die durch dieses System fließen. So, und du loggst jedes mit, also wirklich jedes einzelne Ticket loggst mit. Es gibt ganz viele verschiedene Metriken. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, dass du eben sagst, wie viele Tage war dieses Stück Arbeit im System. Und für jedes Ticket, die du da rausziehst, notierst du dir das. So, dann hast du nach einem gewissen Beobachtungszeitraum, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, total egal. Also Vorsicht, Mathematik, Statistik, total egal ist es nicht. Wenn du nur 2 Einheiten hast, wäre es blöd, ja, so rein statistisch gesehen. Genau, und dann guckst du dir einfach den Zeitraum an. Und dann hast du da so eine schöne Grafik vor dir und dann siehst du eben, 20 Elemente sind in einem Tag fertig geworden. 3 Elemente in 2 Tagen. Dann ist nichts. 2 in 15. So. Und dann kannst du eben sagen, mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit liefere ich nach einem Tag. So, wenn ich aber die 100% Perzentile nehme, dann muss ich sagen, wenn du 100% sicher sein willst, ein SLA auf 100% ausrichten willst, sage ich dir jetzt 15 Tage zu. Das war mein einer Ausreißer da. Ja. Und da kannst du eben tatsächlich mit SLAs gut arbeiten, akzeptieren auch viele. Das heißt, du mit einer 80-prozentigen Perzentile, also 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit, helfe ich dir in 2 Tagen aus der Patsche. So.
Und diese Vorhersagbarkeit, die ist wirklich genial. Das muss man einmal selber erlebt haben, wirklich erlebt haben, dass das funktioniert, weil das ist so simpel, das herzustellen. Man muss sich mal eine Zeit lang diszipliniert an dem Prozess halten, oder der Prozess muss so einen Reifegrad haben, dass gerade durch diese Limitierung der Arbeit, durch diese WIP-Limits, nicht so viel Veränderung, somit Veränderung der Statistik reinkommt. So, und das, wenn ich mal durchziehe, dann habe ich eine super gute Vorhersagbarkeit. Ich habe da mal mit einem IT-Betrieb zusammengearbeitet. Das sind solche Typen, wie der Jörg vorhin beschrieben hat, die lieben Kanban. Die lieben es mittlerweile, weil ständig haben denen die Kunden auf die Finger gehauen und immer wieder und da gerissen und da die Zusage gerissen. Und seitdem die das mit Kanban und den Metriken ernst nehmen und es richtig professionell durchziehen, freuen sich auch die Kunden, weil die SLAs nämlich tatsächlich verbindlicher geworden sind. Und das ist der große Mehrwert an der Stelle Zeit. Und diese Durchlaufzeiten, die folgen übrigens einem Schema, das ihr jetzt aus dem PMI-Bereich ja auch kennt, der Beta-Verteilung. Also wir haben letztlich so ein Schwänzchen hinten, ne? Und was du halt erreichen willst mit Kanban, ist, dass du den Schwanz abschneidest. Weil du hast ja Durchlaufzeiten, verwendet ihr ja auch, ne? Im PMI-Kontext und habt da häufig die Beta-Verteilung, ne? Das, was wir da immer verwendet, ne? Diese nicht die häufigste Frequenz, sondern eben dieses optimal plus pessimistisch plus viermal most likely durch sechs, ne? Diese Formel muss ja jeder auswendig lernen fürs PMP-Examen. Und im Grunde genommen ist Kanban da sehr, sehr ähnlich an der Stelle. Also die Durchlaufzeitenverteilung würde auch so einer Beta-Verteilung, so einer Shit-Happens-Verteilung letztlich folgen, ne? Und du versuchst halt mit Kanban durch Blocker-Management, durch WIPs und so weiter das Schwänzchen abzuschneiden, um vorhersagbar zu sein. Okay, ich komme nochmal gerne, bevor wir heute ja auch dann zum Ende kommen müssen um 7, zur Frage zurück, was machen wir im Bereich Kosten, weil das noch so gähnend leer ist. Was gibt es da irgendwas, was kann man uns, wo kann man uns da ein bisschen an die Hand nehmen kann, oder müssen wir da ganz woanders gucken? Und ja, sparen. Nee, also jetzt so richtig so einen Kostenplan aufstellen oder sowas, das haben wir nicht. Also wie gesagt, nochmal, das fällt für mich jetzt auch wieder so ein bisschen in dieses Thema, in das Thema Ressourcenmanagement, wenn wir in einem Bereich arbeiten, wo hauptsächlich die Hauptressource, in Anführungszeichen, die eingesetzt werden, Menschen sind und halt das hauptsächliche Kostenaufkommen dann tatsächlich die Löhne oder Gehälter der Leute sind, dann ist das Thema halt nicht so relevant, und Kanban ist halt Kanban für die Wissensarbeit. Ne? Ich spreche jetzt nicht vom Industrie-Kanban, sondern mein Kanban ist jetzt hier das Wissens-Kanban, Wissensarbeits-Kanban. Da ist es halt nicht so wichtig. Aber insgesamt kannst du natürlich durch schnellere Durchlaufzeiten Kosten sparen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist in Kanban, wir wollen halt das Lieferrisiko vermindern. Das wäre jetzt vielleicht so eine kleine Querverbindung zum Risiko auch wieder. Und zwar, wenn du sehr langsam bist, dann vergammelt dir die Arbeit im System. Wenn du dich in einer Umfeld bewegst, wo sich die Welt sehr schnell dreht, dann kann es ja passieren, dass Arbeit einfach im System vergammelt und du musst sie wegwerfen. Und genau das wollen wir in Kanban eben auch verhindern, und durch vorhersagbar und schnelle Durchlaufzeiten kannst du das halt verhindern, dass Arbeit im System vergammelt und dadurch auf Kosten sparen. Ja. Um das nochmal aufzugreifen, was der Frank eben auch noch im Chat geschrieben hat, ich hätte da Kanban so verstanden, dass bei einer bestehenden Kostenplanung, egal nach welcher Methodik, Kanban unter Umständen den Workflow kürzen kann durch Impulse. Also ich hätte jetzt keine Kaizen zu betreiben, deinen Prozess zu verbessern, genau. Und hoffentlich dadurch bessere Durchlaufzeiten zu erreichen und damit auch Geld zu sparen. Ja. Genau, also ja, nicht als eigene Methodik Kosten zu planen. Das ist genau das, was ich jetzt heute mitnehme. Kanban ist zwar eine Methodik, aber nicht eine Projektmanagement-Methodik, sondern die Einflüsse von Kanban sozusagen als Öl für eine Maschine, wo ein bisschen Sand drin ist, dass man punktuell das Öl hinzufügt, um das wieder laufen zu machen. Das heißt nicht, das Getriebe selber erstellt oder kreiert, ja, oder visualisiert, sondern bestehende Planungen im Prozessverlauf, im Workflow optimiert.
So nehme ich jetzt mit. Wir wollen Arbeit managen. Darum geht es, Arbeit zu managen, ne? Und Arbeit in Fluss, ja, zu bringen. Okay. Das ist der Kernpunkt von Kanban. Mhm. Ja, das ist auslastungsorientiert, ne? Also die Auslastung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Das ist der dadurch. Oder? Nee. Das wollen wir überhaupt nicht machen. Also Ressourcenauslastung maximieren ist also wirklich des Teufels in Kanban. Ja? Kann ich jetzt nicht in einer Minute erklären, warum das schlecht ist, aber das wäre aus meiner Sicht wirklich der Hauptunterschied zum traditionellen Projektmanagement, wo ich sehe eigentlich Kanban und traditionelles Projektmanagement an keiner Stelle irgendwie kollidieren, aber an dieser einen Stelle schon. Also diese Idee so MS Project, wir setzen Ressourcen auf Aufgaben drauf und versuchen die Ressourcenauslastung zu maximieren, das ist aus Kanban-Sicht negativ. Das ist auch in klassischem Projektmanagement dämlich. Ja, das ist nicht nur in Kanban nicht dämlich. Das macht man einfach am besten nicht. Ja. Jo. Ja, aber so funktioniert Projektmanagement-Software, ne? Nur wenn man sie so benutzt, ja. Also einfach nicht machen. Dann managt man diese Software. Ja. Immer darauf an, was man erreichen will. Aber durch die Vorhersagbarkeit, wenn ich die ich ja anstrebe mit Kanban, erreiche ich doch auch eine gute Prognosemöglichkeit für meine Kosten. Ja, aber nicht für die Ressourcenauslastung. Für die Kosten ja, weil ich natürlich, ne, in meinem Beispiel hatten wir ja wirklich, wir wussten, wenn wir jetzt weiter so arbeiten oder wenn das Team so weiter so arbeitet, dann haben wir ein Problem. Ja, dann kriegt man quasi nicht das verdient, was da reingebuttert wird in diesem einem Teil Prozess in der Firma. So, durch die Limitierung von WIP, und jetzt wird es eben total pervers, ja, durch die Limitierung von Arbeit kann es passieren, dass ich an der Stelle einen Bottleneck habe und da geht es nicht weiter. Und wenn ich das ernst nehme, weiß ich, die Limitierung hilft mir bei ganz vielen Stellen, würde den Rahmen sprengen. So, also nehme ich diese Limitierung ernst und ich kümmere mich jetzt um dieses Bottleneck. Das heißt, aus Projektmanagement-Sicht ist da ein Mensch, also Projektmanagement nennt die leider Ressource, ja, ist da eine Ressource, die gerade nicht produktiv ist, zu 0% vielleicht sogar ausgelastet. Und das ist gut so in dem Fall, weil wir wissen, die Arbeit fließt trotzdem weiter, sodass das gut für uns ist. Der Arbeitsfluss ist wichtig. Und diese Ressource, die gerade nicht an der Wertschöpfung an sich teilnimmt, also nichts Produktives dazu leistet, die kann sich mit dem System beschäftigen. Die kann sich genau diese Bottlenecks zu Gemüte ziehen und sich überlegen oder Maßnahmen ergreifen, wie kriege ich diese Bottlenecks in der Zukunft ausgelöst. Also, da freuen wir uns, diese Ressource ist nicht ausgelastet, die kann sich mit dem System befassen, die kann uns als Team wieder weiterbringen. Vielleicht sollen wir noch mal einen Punkt kurz aufgreifen, den der Jan vorhin angesprochen hat, nämlich nicht so sehr ins Methodische gehen, weil das haben wir jetzt sehr erschöpfend gemacht. War auch, glaube ich, notwendig, um diese Matrix zu befüllen, aber vielleicht auch nochmal so ein paar Punkte nennen. Was kann ich jetzt eigentlich von Kanban mitnehmen, wenn ich klassischer Projektmanager bin? Ja? Das wäre aus meiner Sicht visualisieren. Ja? Also die Arbeit visualisieren, Blocker visualisieren, gezielt an Blockern arbeiten, nicht immer mehr Arbeit ins System ziehen. Das ist ja, glaube ich, in der menschlichen Natur, dass es immer viel angenehmer ist, neue Arbeit anzufangen, als blockierte Arbeit irgendwie fertig zu machen und diese Blocker zu lösen. Das ist, glaube ich, ein sehr psychologischer, sehr menschlicher Aspekt. Das heißt also aktives Blockermanagement, Arbeit visualisieren, durch die Visualisierung dann vernünftige Team-Meetings überhaupt erst zu ermöglichen, wo also zielgerichtet diskutiert wird und zwar darüber diskutiert wird, wie die Arbeit wieder in Fluss versetzt werden kann, wer tut was. Keine Menschenorientierung, sondern Aufgabenorientierung. Wir wollen in Kanban ja nicht Menschen managen, sondern Arbeit managen. Ja? Also Meetings abhalten mit dem Ziel, hey, was können wir alle zusammen tun, damit diese Aufgabe ein Häuschen weiterläuft und dann letztendlich auch fertig wird. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja? WIP-Limits einführen, den Prozess verstehen, verstehen, wo Arbeit blockiert ist, diese Blockaden gezielt auflösen, den Wertstrom verstehen, wer alles an einem Prozess beteiligt ist, um überhaupt Arbeit mal fertig zu machen, nicht die Teamgrenze nehmen, sondern wirklich den kompletten Wertstrom über das Unternehmen sich angucken. Das wären alles für mich so ganz zentrale Kanban-Themen, die man, glaube ich, mitnehmen kann, wenn man normales Projektmanagement betreibt. Aber was man eben nicht tun sollte, ist zu erwarten, dass Kanban Projektmanagement ersetzt. Das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen nicht sagen, wir zeigen dir jetzt, wie du so ein klassisches Projekt
irgendwie anders machst. Diese Konkurrenz, die gibt es für mich jetzt meinetwegen zwischen PMI und PRINCE2 und IPMA, aber die gibt es nicht zwischen klassischem Projektmanagement und Kanban. Das ist nicht unser Ziel. Ja, dieses Stand-up-Meetings auch, tägliche Koordinierung und ähnliche. Ich glaube, da kann man im klassischen Projektmanagement viel erreichen, wenn man diese Kanban-Herangehensweisen verwendet. Mhm. Und einfach das prinzipielle Verständnis. Also es gibt Arbeit und die fließt durch ein System. Und wie kann ich diesen Fluss beschleunigen? Und manchmal vergessen wir halt auch so ein bisschen, ja, dass das eigentlich unsere Kernaufgabe ist, Dinge fertig zu machen, Kundenwert zu generieren, Feedback einzuholen. Und wir sind so in diesem Kleinen so erschlagen von dieser riesigen Menge von Aufgaben, die wir jeden Tag haben, und verlieren so ein bisschen aus dem Fokus, die Arbeit zu managen. Und dann verfallen wir normalerweise in dieses Schema, was der Holger gerade angesprochen hat, dass wir anfangen, Menschen zu managen. Das ist aus Kanban-Sicht ganz schwer. Wunderschön eigentlich auch zum Abschluss unserer Diskussion, denn jetzt sind wir tatsächlich zeitlich schon am Limit angelangt für heute. Dinner-Meeting habe ich auch noch. Bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Ihr wart heute wirklich auch, also erstmal seid ihr hier reingekommen, habt einen Impuls gegeben. Ganz toll, vielen Dank an Holger und an Jörg und auch an Jan für seine Beteiligung. Natürlich auch an alle anderen, dass ihr euch auf das Abenteuer auch mit uns hier eingelassen habt. Immer wieder schön zu sehen. Ich finde auch immer wieder so eine Gruppe braucht einfach, weil diese Themen, die bleiben auch für mich oft unbeantwortet. Trotz allen Trainings und Coachings und Beratungsalltag und Projektalltag gibt es Fragen, die wir hier zusammen einfach besprechen können. Und da danke ich euch ganz, ganz herzlich für eure Perspektiven. Vielen, vielen Dank. Ja, die Zeit ist zu schnell vorbei und unser Brückentag ist zu selten, weil wir irgendwie auch ans Ende unserer Kappa immer dabei gelangen. Aber ja, vielen Dank. Auch dann gibt es immer die Projekte. Spannende in der Diskussion heute und viele Grüße in meine fränkische Heimat. Wohin genau? Bitte? Wohin genau? Ich komme ursprünglich aus Kronach. Ah, okay. Wo ist das? Zwischen Coburg. Nein, war Spaß. Herrlich. Da, wo das Bier herkommt. Und dann auch noch über diese ganzen Themen noch abends zwischen 5 und 7 reden mit uns und das auch noch mit hoffentlich viel Freude. Herrlich. Danke an alle. Ja, vielen Dank. Danke. Und einen schönen Rest. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank euch. Wir teilen wie gewohnt hinterher die Aufzeichnung wieder als Link zum Nachgucken und nochmal reinhören, wenn ihr es gebrauchen könnt. Ich danke auch Holger, Jörg, Jan, dass du noch dazugekommen bist. Sehr, sehr cool. Danke, Chris, fürs Mitstenografieren. Auch wenn es total quirky fürs Hören ist die ganze Zeit. Hast du super gemacht. Ich habe noch ein bisschen mitgeschrieben. Ja, ja, vielen Dank. Man weiß manchmal gar nicht genau, wo es hingehört, weil wir uns vielleicht mit diesen Spalten selber limitiert haben. Auf der anderen Seite, ohne Struktur, wären wir völlig lost gewesen. Ja, ich glaube, das war jetzt die erste Übung auch mit einer Methodik, die nicht aus dem Projektmanagement selber kommt. Ja. Deswegen ist die Methodik natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, so im Nachgang, jetzt auch mit dem Ergebnis, hat man ein besseres Bild, wie man das hätte dann im Interview auch besser fragen können, denke ich mir. Ja, das, was zwischendrin der Jan gesagt hat, also einfach mal ein bisschen weg von der Methodik und ein bisschen mehr wieder eine Ebene hochgehen zum Beispiel. Wo hilft mir die Methodik? Wären vielleicht die geschickteren Fragen gewesen. Das sind wir vielleicht falsch. Kanban ist extrem schwer zu greifen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kam auch erstmal so aus so einer Scrum-Umwelt, wo alles schön definiert war. Und da habe ich mich relativ schnell zurechtgefunden, weil es ja doch eine sehr gute Struktur gibt, ne, mit diesem 3-5-3 und so. Und ich habe am Anfang massiv mit Kanban gefremdelt und habe echt lange gebraucht, bis ich mich damit mal irgendwie identifizieren konnte. Ja. Weil es halt schon sehr abstrakt, sehr philosophisch ist an mancher Stelle, ja. Und die halt vielleicht manchmal, also Kanban kann unglaublich konkret werden, wenn du Kanban wirklich in einem Team implementierst und ein Board aufbaust und dann wirklich dir Gedanken machst, wie die Arbeit fließt. Aber es ist halt am Anfang erstmal sehr, sehr abstrakt, weil es dir nicht so diesen Guide gibt und du musst genau das und das machen und da gibt es dir die Rollen und vor allen Dingen bildet es halt manche Themen im Projekt auch nicht so ab, sondern die musst du ergänzen dann mit anderen. Deswegen
so Ressourcenmanagement oder ähnliches, wo du viele Themen hast, da kann man nicht wirklich helfen. Ne? Ja, das ist doch okay. Also ich finde, dafür haben wir sehr viel eingetragen. Also ich fand es sehr lieb. Ich finde auch, also das hilft, also was wir besprochen haben, hilft ja schon mal. Du, Olli, wir hören dich. Oh, Olli, der Olli hatte gefragt, ob er die Folien kriegt. Jetzt fällt es mir gerade ein. Ja, also ich kann dir die Folien gerne schicken und vielleicht magst du sie weiterverteilen oder wir können mir auch gerne eine E-Mail schicken. Sorry, erstmal von mir einen schönen Gruß zu meiner Tochter. Der muss sich schnell was zurück, sagen. Olli. Zurück. Liebe Grüße zurück. Ja, Folien gerne, wenn ihr sie uns bereitstellen wollt, verteilen wir sie weiter. Super gern. Dankeschön. Also ich möchte mich bedanken für das Format auch. Ich fand es, wir haben es ja am Freitag mal vorbesprochen. Ich hatte auch ein bisschen so ein Bauchgrummel. Und es hat sich auch tatsächlich jetzt hier in der Realität wiedergespiegelt und ich fand es gut. Ja. Weil es war jetzt, aus meiner Sicht wertvolle Diskussion, weil ich habe wahrgenommen, auch wenn es provoziert hat an mancher Stelle, aber genau das hat an der Stelle richtig aufgewühlt, wo es was aufzuwühlen gab. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Menschen, die jetzt heute hier waren, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, zumindest ein, zwei, drei Philosophien mit rausgenommen haben, dadurch, dass es eben so provokant jetzt am Projektmanagement wieder festgemacht wurde. Also ich fand, die Session fand ich richtig gut. Also ich bin euch da wirklich dankbar für. Ich fand es eine total geniale Diskussion und großes Lob auch an euch, dass ihr das alles so durchzieht und mit eurem Excel keiner vorher dran glaubt, doch so ein cooles Format hinzaubert. Also echt auch vielen Dank an euch drei, dass ich da sein durfte, dass ihr da sein dürft. Ich glaube, das wäre auch der Punkt, wo man das wäre jetzt auch der Punkt, wo man vielleicht nochmal überlegen könnte, ob man danach nicht so eine Art Breakout-Session hinkriegt und sagt, die sich noch tiefer interessieren, überlegen sich in irgendeinem Format, wie man da nochmal weiterarbeiten kann. Ja, also dieses Workout-Loud-Format, vielleicht wäre das so ein Ding, wo man da noch draufsetzen kann. Weil für mich kommt jetzt der Bereich, wo die spannenden Fragen kommen. Ja, also in meiner praktischen Erfahrung zum Beispiel hängt die Work-in-Progress pro Swimline extrem davon ab, wie gut die Ressourcen sind. Ja, ich kann nicht irgendwie hinschreiben, 3. Ja, kommt drauf an, wer frei ist. Ja, aber der eine schafft halt 4, der andere 0, je nachdem, wie es halt eingetaktet wird. Und diese Fragen kämen jetzt im Anschluss an das, was wir jetzt gemacht haben, so bei mir. Ja, die ganzen Transferfragen, ja. Der Realitätscheck, absolut. Genau, deswegen. Ja, das können wir, also würde ich tatsächlich beim nächsten Mal mal einschieben, weil ich glaube, jetzt haben wir zum dritten Mal die Leute aufgewühlt aus unterschiedlichen Perspektiven. Und jeder hat natürlich den Anspruch, oder die meisten, schätze ich, was für sich mitzunehmen. Und dieses Workout-Loud-Format hat halt die Chance zu sagen, egal welche Zielsetzung du persönlich hast, du tust dich mit 4 anderen zusammen und für 3 Monate seid ihr einander Sparringspartner innerhalb dieser Runde, aber vor allen Dingen zwischen den Terminen. Und da treibt ihr das mal gemeinsam voran. Und dann meldet sich einer und sagt, das ist mein Thema, wer hat Bock mit in meiner Gruppe zu sein, let's go. Die Caroline kann das viel schöner erklären, weil sie mittendrin gerade ist in diesem Prozess. Sie ist gar keine Trainerin, sondern sie erlebt das. Und wir hatten uns unterhalten und ich glaube, das könnte sehr interessant für einige von uns sein. Und deswegen lasst uns das dazwischen mal reinschieben, beim nächsten Mal noch überlegen, wie wir das dann garnieren, um auch unsere Themen weiter voranzutreiben. Doch mir geht es auch so. Also mir schwören jetzt auch viele Fragen rum, wie zahlt das auf das ein, was ich tagtäglich außerhalb dieser 2 Stunden im Monat mache. Ja. Und auch nochmal von meiner Seite ein Riesendank. Weil ein Aha-Effekt hatte ich und ich verstehe jetzt auch, warum Projektmanager so geil drauf sind, Kanban irgendwie nutzbar zu machen, wegen der Vorhersehbarkeit. Das ist halt sehr, sehr schön für viele Reportings und für, sage ich mal, einen nicht ständig volatilen Zeit- und Budgetplan. Kann das halt extrem sexy sein, diese Prinzipien zu implementieren und zum ersten Mal habe ich verstanden, dass das ja eigentlich gar keine reine, agile, auf Feedback basierende Philosophie ist. Also auch wieder ein Mischmasch eigentlich. Ja, es ist flexibel, es ist agil, es reagiert auf Feedback und du willst möglichst schnell starten, um mit diesem Feedback weiterzukommen und in den Flow zu geraten. Aber der Flow hat das Ziel, eine Kontinuität und eine Stringenz reinzubringen.
im Sinne von Vorhersehbarkeit, das ist eigentlich eine geile Brücke, die Kanban baut zu schreiben. Mhm, fand ich auch die ganze Zeit. Ja. Ja. Und das ist richtig gut rausgekommen, ja. Auch wenn es Bauchkrummeln verursacht. Ich muss da jetzt auch nochmal drüber nachdenken, was wir jetzt hier alle. Ich glaube, ich gucke nur nochmal, ey. Ja, die Aufzeichnung läuft noch, aber ich glaube, demnächst werde ich sie dann. Ich wollte sie noch gar nicht anhalten, weil es immer noch spannende Diskussionen sind. Genau. Das nächste Mal geht keiner mehr raus, ja, das ist das Problem, ja. Deswegen schneid das hinten weg. Kann ich machen. Andererseits möchte halt die Zeit respektieren der Leute. Auch, genau. Nee, passt schon. Wer dann noch länger bleibt, immer gerne. Ja. Also kann man kollidiert da halt manchmal so ein bisschen an diesem klassischen Projekt-Mindset, ja. Und ich habe jetzt gerade so eine interne Kanban-Schulung für eine Firma aus der Ölindustrie, ja. Und das sind natürlich jetzt wirklich so Hardcore-PMIler, ja. Das sind fast alle PMPs, ja. Und das sind Leute dabei, die arbeiten jetzt sagen wir mehr so in einem Prozessbereich oder im IT-Bereich in der Ölfirma. Die können sich da relativ schnell reindenken. Und es gibt halt Leute, die denken sich jetzt, ich will ein Ölfeld erschließen. Und jetzt fange ich an, welche Kärtchen muss ich da jetzt schreiben, um so ein Explorationsprojekt zu machen. Ne? Und die kriegen das halt überhaupt nicht übereinander gelegt dann natürlich. Ne? Und da muss man halt an der Stelle auch mal ehrlich sagen, wenn du in so einem Bereich dich befindest, dann kann man halt wirklich nur so ganz in der Oberfläche eklektisch verwenden und dann such dir so ein paar Sachen raus wie Stand-ups, Visualisierung und verwende das. Aber mach bitte dein schönes Stage-Gate-Verfahren, dein klassisches Projektmanagement, wie du das halt immer machst, weil wenn es darum geht, irgendwie 8 Milliarden auszugeben über einen Zeitraum von 12 Jahren oder so, ja, an einem Explorationsprojekt, da ist jetzt nicht unbedingt Scrum oder Kanban das Richtige dann. Ne? Da kannst du dir Elemente klauen von Scrum oder Kanban, um im täglichen Doing, und das ist übrigens, macht ein anderer Kunde von mir, der so im Energiebereich auch so mega, also Milliardenprojekte wirklich macht, ja, der macht es auch, der hat im Hintergrund wirklich so klassisches Wasserfall-Projektmanagement laufen und es geht auch gar nicht anders, weil die Komplexität so extrem hoch ist und so viele Gewerke ineinander greifen. Ne? Ich meine, da hast du ja hunderte von Subcontractern und Baustellen und Material und so weiter, das kannst du nicht mit Scrum oder Kanban machen. Ja? Und der macht es aber halt in der Oberfläche. Jetzt sagst du, im täglichen Doing machen wir jeden Tag 15 Minuten Stand-up, wir visualisieren die Arbeit, wir schauen uns an, wo sind die Blockaden, wo müssen wir vielleicht Leute draufsetzen, damit dieses Kärtchen wieder weiterfließt. Und diese Visualisierung hat ja nicht nur einen arbeitsorganisatorischen Aspekt, sondern auch einen stark psychologischen Aspekt. Die kann ja auch sehr viel Motivation erzeugen und durch diese Transparenz fühlt man sich dann nicht mehr so verloren in so einer Masse von Arbeit, sondern man sieht, okay, da muss man hinfassen. Ja. Und der Kunde verwendet halt dann Kanban an der Oberfläche, um so das tägliche Arbeit zu managen. Aber macht im Hintergrund eigentlich doch sehr stark PMI-lastig das Ganze. Die sind auch häufig PMPs, die Leute, die da arbeiten. Ich habe auch komplett andere Kunden, die halt wirklich nur mit Kanban arbeiten und sagen, hey, wir entwickeln eine Software oder wir machen hier irgendwelche typischen Durchläufe von Prozessen, keine Ahnung, sowas, wie ich genannt habe, Second-Level-Support im Callcenter oder sowas. Und machen dann nur Kanban, sonst nichts. Und wir managen halt wirklich Arbeit an dem Board und brauchen da auch nichts anderes. Ja. Und was halt vielleicht auch noch ein Punkt ist, über den wir gar nicht gesprochen haben, und was eigentlich für mich jetzt Kanban extrem faszinierend macht, du kannst halt Kanban auf allen Ebenen verwenden. Du kannst Kanban auf persönlicher Ebene verwenden und wirklich dir dann so Kärtchen schreiben, keine Ahnung, Bad putzen und Gemüse einkaufen oder so, ja, im Personal Kanban-Bereich. Du kannst aber auch Kanban sehr, sehr schön zum Portfolio-Management verwenden. Also wirklich die komplette Bandbreite abdecken in einem Unternehmen, von ganz oben nach ganz unten. Und ich kenne auch viele Unternehmen, die Kanban im Portfolio-Management dann eben verwenden. Und komplettes Firmenportfolio über Kanban managen. Spannend. Ja, vielen Dank, dass du da auch die Perspektive mit eingebracht hast. War sehr wertvoll. Sehr, sehr gerne. Gut. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass wir hier sein durften. Danke auch für eure Geduld und Leidensfähigkeit. Ich weiß, dass ich ein bisschen provokant bin ich auch ganz bewusst. Ja. Das ist auch ganz so soll es sein. So entstehen die spannenden Diskussionen. Das ist doch schön. Genau. Ja. Ja? Wenn wir nicht leidensfähig sind, wer dann? Also ganz ehrlich. Wir haben, glaube ich, schon echt sehr viel Schlimmeres erlebt. War überhaupt nicht schlimmer, war super. War eins, denke ich, unserer besten Veranstaltungen bisher. Genau. Ja. So, in diesem Sinne,
Dann tolles Schluss. Guten Appetit und das Essen.